Herzlich willkommen zum Online-Seminar Schädlingsmonitoring, Detektion von Sturmschäden und deren Bewältigung. Schön, dass Sie heute dabei sind. Der Befall mit Insekten ist nach wie vor der häufigste Grund für Schadholzanfall. Die Statis zufolge wurden 2023 wegen Insektenschäden insgesamt 27,2 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen. Das waren 2,6% mehr als im Jahr 2022. Der Anteil des insektenbedingten Schadholzeinschlags lag 2023 bei 70,3%. Zweithäufigste Ursache für das Schadholzaufkommen waren Winde und Stürme, die insgesamt 4,9 Millionen Kubikmeter Holzeinschlag verursachten. Im Jahr 2022 waren es hingegen 12,4 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Sturmschäden, die anfielen. Also stehen heute im Mittelpunkt des heutigen Seminars Einsatzmöglichkeiten moderner Technologien zur Entdeckung von Sturmflächen und dem Schädlingsmonitoring. Zudem wird eine Software vorgestellt, mit der im Kalamitätsfall die Aufarbeitung des Schadholzes organisiert und nachvollzogen werden kann. Im Fokus stehen also Fernerkundungsmethoden und digitale Anwendungen aus der Praxis und Forschung, um auch Folgekalamitäten möglichst zu vermeiden. Das präsentieren heute Forschungseinrichtungen, Unternehmen und PraktikerInnen, die aktuell an solchen Anwendungen forschen und damit arbeiten. Katrin Stadelmann und Stefan Reder arbeiten gemeinsam als Projektmitarbeitende am vom BMEL geförderten Projekt WinMol. Das Projekt WinMol leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Waldrisiko- und Krisenmanagements gegenüber Sturmschäden. Also es geht darum, auch präventiv zu handeln, bevor der Schaden eingetreten ist. Frau Stadelmann und Herr Reder zeigen uns heute den WinMol Analyzer, welches angefallenes Schadholz auf Basis von Drohnenaufnahmen quantifiziert. Außerdem wurde im Rahmen des Projektes auch eine interaktive Web-Applikation entwickelt, die uns heute vorgestellt wird. Wir haben bei diesem Vortrag auch heute ein kleines Highlight dabei. Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, ist Herr Reder heute gar nicht zugeschaltet. Sie können aber trotzdem, so wie wir hier, ganz entspannt bleiben, denn er verspätet sich nicht oder etwa sowas, sondern er hat seinen Vortragsteil vorher nur für uns aufgenommen. Also zum ersten Mal in der Geschichte dieses Online-Seminars haben wir auch einen Vortrag mal als Aufzeichnung dabei. Frau Stadelmann wird dann für Fragen, Rede und Antwort stehen und nun selbst einen Teil des Vortrags halten. Ich habe jetzt genug geredet. Also Frau Stadelmann, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich teile erstmal meinen Bildschirm. Genau, jetzt sollten Sie die Präsentation sehen, die Titelfolie der Präsentation. Super, das funktioniert. Und dann, ja genau, vielen Dank nochmal für die Einladung und auch für diese schöne Einleitung in, in den Vortrag und das Forschungsprojekt WinMol. Wir, also Stefan Reder und ich, arbeiten im Forschungsprojekt WinMol. WinMol, das ist das Projekt, bitte lauter, okay. WinMol, das ist das Projekt Erfassung und Vorhersagemöglichkeiten von Sturmschäden im Forst. Und erst möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Projekt geben. Wir haben uns mit dem Sturmrisiko- und Sturmschadensmanagement befasst. Dabei war das Ziel des Sturmrisikomanagements die Risikominderung von Sturmschäden in bewirtschafteten Beständen. Und um darüber Aussagen treffen zu können, haben wir Modelle angepasst und Modelle kombiniert. Im Bereich des Sturmschadensmanagements wurde mithilfe unterschiedlicher Fernerkundungsprodukte die zeitnahe und einfache Erfassung von Sturmschäden untersucht. Ich möchte Ihnen jetzt die eher shiny Applikation zur Sturmsensitivität vorstellen, die die Ergebnisse des Teilbereichs des Risikomanagements abdeckt. Dadurch, dass das Risikomanagement eine Prävention oder eben Reduzierung von Schäden anstrebt, setzt dieser Teil des Projekts schon vor dem Eintreten eines Sturmereignisses ein. Und dafür haben wir das Sturmschadensrisikomodell Forest Scales für deutsche Bestände angepasst und es mit dem Waldwachstumsmodell Waldplaner verknüpft. Und mit dem Waldwachstumsmodell haben wir typische Bestände generiert
Diese typischen Bestände basieren auf Ertragstafeln der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Und das Ziel war hier eben, eine möglichst umfassende Anzahl an potenziell auftretenden Reinbeständen für die Baumarten Buche, Eiche, Fichte, Kiefer und auch Douglasie zu erstellen. Und dadurch soll eben ein Großteil der der auftretenden Bestände abgedeckt werden. Und diese typischen Bestände haben wir dann im Modell unter verschiedenen Bewirtschaftungsszenarien wachsen lassen. Und für jeden der Bestände und zu jedem Szenario wurde dann im Abstand von 5 Jahren die kritische Windgeschwindigkeit mit dem Sturmschadensrisikomodell berechnet. Die kritische Windgeschwindigkeit ist die Windgeschwindigkeit, bei der die Kraft eines Windes die Widerstandskraft des Stamms und der Wurzeln übersteigt, wodurch ein Baum dann eben Schaden durch Entwurzelung oder Stammbruch nimmt. Und die Ergebnisse möchte ich Ihnen jetzt direkt in der App zeigen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich habe einen Link geklickt, sodass die App sich direkt im Browser öffnet. Die eher shiny Applikation ist wie eine Webseite erreichbar. Die sollten Sie jetzt auch sehen. Und auf der linken Seite hier können Sie zwischen den einzelnen Seiten, Unterseiten navigieren. Unter Methoden und Limitationen finden Sie noch detailliertere Informationen zur Methodik, die wir genutzt haben. Das können Sie sich bei Interesse gerne selbst anschauen. Wir schauen uns jetzt zuerst die Bestandesentwicklung am Beispiel eines Level 2 Fichtenplots an. Beispielhaft wird hier die Veränderung der kritischen Windgeschwindigkeit mit dem Alter dargestellt. Auf der linken Seite können Sie die Verortung des Plots sowie eine Legende sehen. Die Farben hier in der Legende entsprechen der Färbung der Kronen hier im 3D-Plot auf der rechten Seite. Und der 3D-Plot zeigt eben die kritische Windgeschwindigkeit für das Jahr 1996. Sie befindet sich hier im Bereich 28 bis 32 Meter pro Sekunde. Und das bedeutet also, beim Auftreten eines Sturms mit einer Windgeschwindigkeit von 32 Metern pro Sekunde sind für diesen Bestand alle Bäume gefährdet. Wenn wir uns nun den Bestand für das Jahr 2019 anschauen, dann sehen wir deutlich, dass sich die Färbung der Kronen verändert hat. Und ja, für bis auf eine Krone bzw. bis auf einen Baum ist jetzt die kritische Windgeschwindigkeit im Bereich weniger als 26 Meter pro Sekunde berechnet worden. Das bedeutet also eine verringerte kritische Windgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter, was aber auch bedeutet, eine geringere kritische Windgeschwindigkeit oder eine geringere kritische Windgeschwindigkeit ist gleichzusetzen mit einem höheren Risiko des Sturmschadens. Denn je geringer die Windgeschwindigkeit, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eben erreicht wird und desto höher ist eben das Risiko eines Schadens. Dann möchte ich Ihnen im zweiten Teil die Verteilung der kritischen Windgeschwindigkeit für die harmonisierte Bestandesentwicklung in Deutschland, beispielhaft für die Baumart Fichte, zeigen. Hier sehen Sie wieder dargestellt die kritische Windgeschwindigkeit und je dunkler ein Punkt ist, desto geringer ist die kritische Windgeschwindigkeit und desto gefährdeter ist der Bestand. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt anschauen, liegt die kritische Windgeschwindigkeit zwischen 20 und 30 Metern pro Sekunde. Und um das vielleicht besser einordnen zu können, weil die kritische Windgeschwindigkeit ist vielleicht nicht die Größe, die man auf dem Stegreif einordnen kann, gibt es hier noch den Reiter Jährlichkeiten. Die Jährlichkeit ist oder wird generell genutzt, um extreme Ereignisse einzuordnen. Und je geringer die Jährlichkeit, desto häufiger tritt das betrachtete Event eben auf. In unserem Fall ist es eben die Erreichung der kritischen Windgeschwindigkeit. Wenn wir uns diesen Punkt nochmal hier herausgreifen, dann ist die kritische Windgeschwindigkeit an diesem Punkt statistisch gesehen alle 5 Jahre zu erwarten. Natürlich ist es aber auch zu beachten, dass die Jährlichkeit eine statistische Wiederkehrrate abbildet, was bedeutet, dass in der Realität diese Windgeschwindigkeiten auch häufiger oder weniger häufig auftreten können. Als letztes möchte ich Ihnen die Abschätzung der Vulnerabilität typischer Bestände zeigen.
Mit dieser interaktiven Darstellung können Sie eine Abschätzung von kritischen Windgeschwindigkeiten und dem Sturmschadensrisiko für unterschiedliche typische Reihenbestände durchführen und eventuell auch Bestände auswählen, die im eigenen Bestand sehr ähnlich sind. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel an für einen Buchenbestand mit der Ertragsklasse 1 und einem Startalter von 85 Jahren. Wir klicken auf Auswahl übernehmen und die Plots werden hier jetzt aktualisiert. Man sieht hier im oberen Plot die Bestandesentwicklung für mehrere verschiedene Bestandesparameter. Jetzt hier für die Oberhöhe zu sehen ist, für alle Bewirtschaftungsszenarien, die hier aufgelistet sind, nimmt die Oberhöhe mit dem Alter zu. So. Im Plot darunter ist die kritische Windgeschwindigkeit aufgetragen und für die 30 Jahre nach dem Startalter, also 85 Jahre plus 30 Jahre, können Sie eben die Entwicklung der kritischen Windgeschwindigkeit sehen. Nach den 30 Jahren Wachstum ist die Spanne der kritischen Windgeschwindigkeit zwischen den einzelnen Bewirtschaftungsszenarien unterschiedlich. Für das unbewirtschaftete Szenario hier in Pink dargestellt, ist die kritische Windgeschwindigkeit am niedrigsten. Das heißt, für dieses Szenario ist das Risiko eines Sturmschadens am höchsten. Wenn wir weiter nach unten scrollen, gibt es noch einen Plot zur Abschätzung des Ertrags. Für alle Bewirtschaftungsszenarien ist hier aufgetragen das verbleibende Holzvolumen in grün, in gelb die kumulierte Durchforstung, das Volumen der kumulierten Durchforstung und in orange, hier jetzt nur klein zu sehen, das Volumen der Ernte. So. Der Plot heißt Ertrag versus Risiko. Um jetzt aber die Risikoabschätzung auch wirklich durchführen zu können, müssen wir erst noch einen Standort auswählen. Dafür klicken wir hier auf Schritt 2 Standort auswählen. Sie sehen gleich eine Deutschlandkarte, in die Sie auch hineinziehen können, um einen Standort auszuwählen. Wir wählen jetzt hier mal einen Brandenburg aus. Und nach einem Moment, jetzt hier ist der Punkt aufgetaucht. Hier sind auch nochmal die Koordinaten des Punktes, den Sie gewählt haben, notiert. Und wenn Sie jetzt nach unten oder wenn wir jetzt gemeinsam nach unten scrollen, dann können wir den Plot der kritischen Windgeschwindigkeit wieder anschauen. Hier sind jetzt, oder hier haben sich jetzt drei horizontale Linien noch zusätzlich eingeblendet. Und diese geben eben die Windgeschwindigkeit für die unterschiedlichen Jährlichkeiten wieder. Wir sehen, dass für die Windgeschwindigkeit, die statistisch gesehen alle 5 Jahre auftritt, unser Bestand unter keiner Szenarienrechnung gefährdet ist. Schauen wir uns aber hier die Jährlichkeit von 50 Jahren an. Dann sind einige der Szenarien gefährdet, aber vor allem eben auch das unbewirtschaftete Szenario. Das bedeutet eben, oder so können Sie eben die kritische Windgeschwindigkeit und die Jährlichkeiten für die einzelnen Bestände sich anschauen. Aber auch der Ertrags- und Risikoplot hat sich nun verändert. Ich versuche mal das hier so. Wir sehen wieder die beiden der Holzvolumina und im Hintergrund die Färbung zeigt die Jährlichkeit der kritischen Windgeschwindigkeit an. Je dunkler die Farbe, desto häufiger tritt also die kritische Windgeschwindigkeit auf, desto höher ist das Risiko eines Schadens. Für die unterschiedlichen Durchforstungsszenarien nimmt die Jährlichkeit mit dem Alter ab oder vielmehr, das war falsch, nimmt die Jährlichkeit zu und das Risiko nimmt dadurch ab. Für das unbewirtschaftete Szenario sehen wir kontinuierlich hohe oder sehr niedrige Jährlichkeiten. Entschuldigung. So, wir können uns auch die Ausfallwahrscheinlichkeit über eine Zeitspanne anschauen. Hier sehen wir eben auf der X-Achse die Zeitspanne nach dem Startalter, also 35 Jahre lang. Und mit der Zeit steigt für alle Bestände oder alle Szenarien die kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeit an. Nach 35 Jahren, also dem Bestandesalter jetzt 120 Jahre, ist generell zu sehen ist, dass die kumulierte Ausfallwahrscheinlichkeit für alle Bestände sehr hoch ist. Man sieht aber zwischen den einzelnen Szenarien doch
ein paar Unterschiede. Das unbewirtschaftete Szenario ist hier knapp bei 1, was bedeutet, dass laut der Modellierung der ausgewählte Buchenbestand in Brandenburg hier ja, zu 100% Schaden nimmt bzw. Geschädigt wird. So, jetzt müssten wir wieder zurück sein auf der PowerPoint-Präsentation, denn das war die Vorstellung der WinMall Airshiny-Applikation zur Sturmsensitivität. Und jetzt wird eben, wie angekündigt, mein Kollege Stefan Reda per Video etwas zum WinMall Analyzer und dessen Hintergründen erzählen. Ich prüfe noch einmal ganz kurz, ob Hallo, mein Name ist Stefan Dreder. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und ich stelle jetzt den WinMall Analyzer vor, ein Plugin zur Erfassung und Quantifizierung von Windwurfschäden auf UAV-Orthomosaiken. Also es geht um Windwurfschäden und wenn wir uns die Ausgangslage nach so einem Sturmereignis anschauen, da müssen wir einmal feststellen, dass Stürme überregionale Ereignisse sind. Also wenn die in einem Forstrevier Sturmschäden hat, dann hat das Benachbarte in der Regel auch. Und deshalb sind Dienstleister, die diese Schäden dann aufarbeiten, eine knappe Ressource, die gemanagt werden muss. Und unser Management, das Verteilung dieser Ressourcen, basiert momentan darauf, dass man die betroffene Fläche abschätzt. Dann schätzt man ab, wie viel Prozent der Bäume darauf geworfen oder gebrochen wurden. Und dann schätzt man die Schadholzmenge basierend auf diesen beiden Schätzungen und den Bestandesdaten aus der Forsteinrichtung oder aus einer Inventur. Also da ist ganz schön viel Schätzen dabei. Und dann kommt noch dazu, dass in der Regel die Reviere, die weniger Schäden haben, schneller fertig sind mit der Erfassung der Schäden und deshalb zuerst einen Dienstleister bestellen können. Und dann stehen oftmals Dienstleister dort, wo die Schäden geringer sind und dort, wo die Schäden größer sind, dort fehlen Dienstleister. Wir wollen diese Situation mit unserem Plugin verbessern, indem wir die Flächen mit Drohnen befliegen und an den WinMall Analyzer nutzen, um Informationen über die räumliche Verteilung der Stämme und das gesamte Schadholzvolumen automatisch zu erfassen und dies dann bei der Planung der Aufarbeitung zu nutzen. Also wenn man weiß, wo das Holz wiegt und wie viel das ist, dann kann man gucken, wo man das poltert, wo man anfängt. Man kann die Informationen nutzen, um Dienstleister zu bestellen, aber auch schon in die Vermarktung gehen damit. Weiter verringert das Unfallrisiko, wenn man weiß, wo Stämme übereinander liegen und potenzielle Gefahrenschwerpunkte sind, weil Spannungen auf dem Holz sind, dann kann man da gezielt Technik einsetzen, um das Risiko zu verringern. Man kann aber auch das Risiko von Folgeschäden verringern. Also das Worst-Case-Szenario ist, wenn in einem eigentlich wenig geschädigten Fichtenbestand einzelne Bäume liegen bleiben und dann Brutmaterial für Borkenkäfer bilden und die Folgeschäden dann teilweise größer sind als der initiale Windwurfschaden. Die Methodik, die wir in dem WinMall Analyzer implementiert haben, sieht folgendermaßen aus. Also es beruht auf UAV-Orthomosaiken. Das heißt, zuerst wird die Windwurffläche mit UAVs beflogen und ein Orthomosaik berechnet. Dann wird der WinMall Analyzer verwendet, um erstens eine semantische Karte zu erstellen. Also eine KI entscheidet an der Stelle oder erkennt automatisch, wo sich die Stämme befinden, beziehungsweise welches Pixel ein Stammpixel ist und welches nicht. Also es wird eine Semantik zu diesen Pixeln hinzugefügt. Und anschließend wird auf dieser semantischen Karte werden die Stämme erkannt und vektorisiert. Und anschließend werden dann diese Vektoren und die semantische Karte übereinander gelegt und beides zusammen verwendet, um die Schäden zu quantifizieren. Zur Berechnung der semantischen Karte
wird ein Grid verwendet, bei dem die Kacheln seitlich überlappen, um Randeffekte auszuschließen. Dann werden diese Kacheln durch das Netzwerk geschickt und anschließend wieder zusammengesetzt. Diese semantische Karte wird dann skeletonisiert, also es wird eine Mittelachse gesucht von den Stämmen und vektorisiert. Und dann wird alle 25 cm senkrecht zur Stammachse das Intersekt gebildet mit der semantischen Karte. Das ist dann der Durchmesser. Und dann werden das Volumen als Kegelschnitte zwischen diesen Punkten berechnet. Also man hat immer einen Abstand und zwei Durchmesser. Und wenn man hinschaut, an den Stellen, an denen sich die Stämme kreuzen, da gibt es eben keine Messpunkte, das sind diese Segmente dann länger, weil an der Stelle ansonsten der Durchmesser überschätzt werden würde. Anschließend werden die Ergebnisse in QGIS ausgegeben. Und ja, wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wenn man diesen Barcode scannt hier, kommt man auf die Webseite vom WinMall Analyzer, kann den hier runterladen. So, dann wechseln wir zu QGIS und können hier über das Plugin-Menü den WinMall Analyzer installieren, vom ZIP, das wir gerade runtergeladen haben. So, dann sollte sich jetzt hier ein Fenster öffnen. Genau, dann müssen wir bestätigen, dass keine Schadsoftware ist, und in dem zweiten Schritt hier bestätigen wir, dass ein virtuelles Python-Environment angelegt werden kann. Und jetzt werden mehrere Gigabyte von Softwarepaketen runtergeladen und den trainierten Modellen. Also das kann eine Weile dauern. Deshalb machen wir jetzt hier mal einen kleinen Timeshift. So, die Installation ist abgeschlossen. Jetzt können wir hier nochmal schauen. Da ist er, der WinMall Analyzer. Und dann finden wir den hier in dem Plugin-Modul. Wenn wir das öffnen, dann bekommen wir hier eine Oberfläche. Da können wir ein Orthomosaik auswählen. Von Canvas ist leider noch nicht implementiert. Das haben wir hier. So, dann können wir hier aus verschiedenen Modellen auswählen. Ich wähle hier Fichte, weil es ein Fichtenentwurf ist. Dann so, nachdem wir die Pfade hier gesetzt haben, starten wir das Ganze mal. Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis das gewählte Netzwerk dieses Orthomosaik semantisch segmentiert. Hier können wir die Parameter nochmal sehen, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Hier sind vielleicht zwei Parameter, die man sich mal angucken kann. Also einmal wird hier eine maximale Distanz von 8 Metern ausgewählt. Das heißt, einzelne erkannte Stammsegmente mit einem Abstand von weniger 8 Metern können zusammengesetzt werden zu dem zugehörigen Stamm. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine noch stehende Baumkrone einen liegenden Stamm verdeckt. Das zweite hier ist die maximale Baumhöhe, also das ist dann praktisch der obere Schwellwert, bis zu dem Bäume zusammengesetzt werden können. Umso näher man das an die tatsächliche Baumhöhe setzt, umso schneller läuft der Algorithmus. Die anderen Parameter sind eher das Modell betreffend. Also hier das Modell wurde zum Beispiel mit 15 mal 15 Meter großen Kacheln trainiert, die in einer Pixelgröße von 512 mal 512 Pixeln haben. Dann springen wir mal zum Ende der Berechnung. Man sieht hier, es hat 8 Minuten gedauert. So, die Ergebnisse werden hier direkt zugefügt. Sieht hier die semantische Karte, die schalte ich mal aus. Und dann kann man hier sehen, die Stämme. Ich habe hier schon so ein Template, Style-Template hinzugefügt. Aber man sieht hier die Stämme, die erkannt sind. Man sieht, die gelben Balken zeigen an, wie die Durchmesser gemessen wurde, und die Kreise eben die Durchmesser. Und man sieht, wie die hier
sehr schön auf den Stämmen drauf liegen. So, dann können wir hier mal einen Stamm anwählen und mal gucken, was hier abgelegt ist. Und hier sieht man, hier gibt es Durchmesser und Längen, die sind als Array abgelegt zwischen den Messpunkten. Und hier ist die Gesamtlänge und das Gesamtvolumen des Stamms gespeichert. Und man sieht hier, wenn man das anguckt, sieht man auch, dass es eben nicht immer funktioniert. Hier in diesem Bereich hier zum Beispiel waren Kronenteile über den Stämmen und dann sieht man hier in der semantischen Karte, dass das schon nicht erkannt wurde. Dementsprechend konnten die Stämme dann auch nicht als Vektoren erkannt werden. Wie wir gesehen haben, läuft die Erfassung und Quantifizierung automatisch ab und es ist auch eine Rekonstruktion von verdeckten Stammteilen möglich. Die Abschätzung des Schadholzvolumens funktioniert allerdings nur auf Bestandesebene, da es bei Einzelbäumen zu erheblichen Abweichungen kommen kann, wenn zum Beispiel Stammteile durch andere Kronen verdeckt sind. Wer tiefer da einsteigen will, der kann die anderen beiden QR-Codes scannen, die führen zu den Publikationen, zu der dahinterliegenden Methodik. Der WinMol Analyzer wird als Open Source Projekt weiterentwickelt. Wir arbeiten da zum Beispiel an der Einbindung von Oberflächenmodellen, um die Segmentierung zu verbessern und sind auch immer auf der Suche nach neuen Trainingsdaten. Damit bin ich dann auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an Katrin. Ja, genau. Ich bedanke mich dann auch bei Stefan und zum Abschluss dieses Vortrags möchte ich auch noch den Podcast Die Überflieger bewerben. In dem werden die Ergebnisse und Erkenntnisse des WinMol-Projekts nochmal in Audioform aufbereitet. Sie finden alle weiteren Informationen und Links, also zum WinMol-Analyzer, zur AirShiny-Applikation der Sturmsensitivität und auch zum Podcast auf der Projektwebseite winmol.tüdi.de. Dafür können Sie auch den QR-Code scannen. Und ja, dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann vielen Dank, Frau Stadelmann und natürlich auch Herrn Reda, der das jetzt nur leider nicht gehört hat. Ich bitte um einen virtuellen Applaus. Ein paar Hände habe ich schon gesehen. Toll, schön. Gibt es denn Fragen im Chat? Also bis jetzt ist noch nichts eingetrudelt. Ich habe für diesen Fall natürlich selber ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, Frau Stadelmann, als Sie die Shiny-App vorgestellt haben, ich glaube, das ging ein kleines bisschen schnell oder kam sogar eine Flamme rein. Wow. Ich wollte jetzt noch mal fragen, welche Baumarten sind denn mit der App bis jetzt abgedeckt? Genau, ich wechsle nochmal auf die App. So, die sollten Sie jetzt ja sehen. Also, hier ist es nur für den Level 2 Fichtenplot dargestellt, als Beispiel der Erklärung der kritischen Windgeschwindigkeit. Für die deutschlandweite Sturmvulnerabilität der harmonisierten Bestandesinventur kann man sich das für die Baumarten Fichte, Buche, Kiefer und Douglasie anschauen. Und für diese Baumarten, also Fichte, Buche, Kiefer, Douglasie und Eiche, nicht zu vergessen, funktioniert auch die Vulnerabilitätsabfrage der typischen Bestände. Also man kann das hier eben mit dem Dropdown-Menü die Baumart auswählen, auch die verschiedenen Ertragsklassen und Startalter. Und dann ab dem Startalter wird eben 30 Jahre lang gerechnet. So. Also hier in der Vulnerabilitätsabfrage. Dann könnten Sie vielleicht noch mal das Wort Ertragsklasse kurz erläutern, also für die Personen hier, die vielleicht noch keinen forstwirtschaftlichen Hintergrund haben. Ja, also die Ertragsklassen hängen im Endeffekt damit zusammen, wie gut ein Bestand an einem Standort wächst, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen. Und ich denke, das ist auch ausreichend.
Okay, dann kam jetzt auch eine Frage über den Chat rein. Gibt es schon eine Gegenüberstellung der Ergebnisse mit einer realen Fläche und deren Ergebnisse? Ich gehe mal davon aus, ob irgendwie jetzt ein Unterschied ist, reale Fläche und modellierte Fläche. Ja, also es gibt natürlich sicher Unterschiede. Natürlich ist auch vielleicht nochmal explizit zu nennen, dass wir hier mit Modellen arbeiten, also der Berechnung der Stundensensitivität. Und Modelle können natürlich immer nur Teile der Realität abdecken und nicht die komplette Realität. Was ich sagen kann, ist eben, dass die Berechnung der kritischen Windgeschwindigkeit für manche Baumarten besser funktioniert als für andere. Also für die Fichte läuft es besser als für zum Beispiel Eiche, weil wir eben da mehr Daten zur Verfügung haben, um die Modelle zu trainieren. Wir arbeiten auch an einer wissenschaftlichen Veröffentlichung und ja, die ist im Moment noch in Review. Aber alle Informationen dazu können Sie natürlich auch dann auf der Webseite finden, die wird auch dann geupdatet mit den entsprechenden Links. Dann habe ich noch eine Frage zu dem Teil von Herrn Reda. Er hat ja jetzt zum Ende dann erwähnt, dass die QGIS-Anwendung, dass das Open Source ist. Also das ist ja dann ja ein Plugin, wenn man QGIS besitzt, das ist dann kostenlos, ne, wenn man das Genau, so will. richtig, ja. Ja, Also, und ja. die Trainingsdaten, ist jetzt so eine Interessefrage meinerseits. Haben Sie da schon in Aussicht mit irgendwelchen anderen Anstalten, Instituten zusammenzuarbeiten, dass sie da mehr Trainingsdaten rankriegen? Das ist jetzt wieder also für den Teil von Stefan Rehder oder für Ja, die. genau, weil er am Ende ja die Also Trainingsdaten erwähnt hat. genau, also es ist so, wir hatten im Jahr 2022 einen Windwurf in Mecklenburg-Vorpommern geflogen, weil da war ja diese Sturmserie mit Antonia und Zeynep im Februar, falls Sie sich erinnern können. Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Aber natürlich ist es gut. Natürlich kann Stefan Rehder ja nicht überall alle Stürme befliegen, die in Deutschland auftreten oder alle Sturmflächen. Das heißt, falls Sie Drohnenaufnahmen von Ihrem Waldbestand haben nach einem Sturmschaden, dann können Sie sich gerne auch an Herrn Rehder wenden und der würde die bestimmt sehr gerne analysieren. Ja, das dementsprechend so wird er vielleicht an mehr Trainingsdaten kommen, wenn jetzt hier Teilnehmende sich ja, vielleicht angesprochen fühlen. Ja, also hier nochmal der deutliche Aufruf. Ich weiß, dass hier Personen zugeschaltet sind, auch von Landesforstbetrieben oder auch von Forsteinrichtungsunternehmen. Also wenn da draußen Drohnenaufnahmen vorhanden sind, hier sieht man auch gerade noch die Kontaktdaten eingeblendet, dann sehr, sehr gerne an Frau Stadelmann oder Sehr Herr Reda gerne, ja. wenden. Genau, ich kann ansonsten auch den Podcast Die Überflieger sehr empfehlen. Hab da auch selber schon reingehört. Und ja, bevor wir jetzt zum zweiten Vortrag kommen, jetzt sind noch mal zwei Fragen reingekommen, für die wir auch noch Zeit haben. Einmal, gibt es für die Abkürzungen der Szenarien, zum Beispiel HD Fred, die grüne Ja, Linie, eine Erklärung? gibt es. Also unter Methodenlimitation sind die Szenarien nochmal hier aufgelistet. Die Abkürzungen sind hier überraschenderweise nicht eingetragen. Das werden wir natürlich noch nachtragen, damit das sich vereinheitlicht ist. Aber eben HD-RED entspricht zum Beispiel der Hochdurchforstung. Okay, und Geht. dann ist noch die Frage, ob die Stammzahl der Bestände zum Startzeitpunkt auch in die Berechnung eingeht. In die Berechnung der Vulnerabilität oder also in die Berechnung, die Stefan Rehder macht. Ich gehe mal davon aus, dass das sich auf die Shiny-App bezieht. Okay, also da ja der Bestand, also im Endeffekt ja, ganz salopp gesagt, für die Analyse oder für die Berechnungen mit der Shiny App
oder halt mit den Modellen wird ein Bestand mit Einzelbaumdaten oder eben auch mit Bestandesdaten benötigt. Dabei sind die Parameter Baumhöhe oder eben mittlere Baumhöhe, der Brusthöhendurchmesser und auch der Abstand zwischen den einzelnen Bäumen nötig. Was eben, also der Abstand zwischen den Bäumen ist eben die Bestandesdichte. Das heißt, darüber würde dann die Anzahl der Stämme oder Bäume pro Plot mit einfließen. Ich hoffe, das war so, oder die Frage war, hat daraufhin abgezielt. Ja, da kann man gerade Super. ein super und danke. Alles klar. Ja, und dann die letzte Frage, wie hoch ist die Trefferwahrscheinlichkeit von der Stromholzdetektion? Ja, das gehört ja zu Herrn Stefan Reders Teil. Dazu kann ich jetzt, oder also würde ich jetzt mal sagen, dazu kann ich leider keine genauen Aussagen treffen, aber entweder im veröffentlichten Abschlussbericht oder im bald veröffentlichten Abschlussbericht des Projekts WinMol oder eben auch in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist dazu was zu finden. Falls es sich aber auf die ja, Modellierung bezieht, möchte ich auch auf die jetzt noch in Vorbereitung oder in Vorbereitung befindlichen wissenschaftlichen Publikationen verweisen. Da wird es dann auch nochmal genauer aufgeschlüsselt. Genau, ich habe noch einen Kommentar gesehen, Nicole Albert geschrieben hat, die ist auch Mitarbeitende im WinMol-Projekt gewesen und sie hat geschrieben, Trefferquote von Stefans Algorithmus bei über 90% und das ist natürlich schon sehr hoch, meiner Ansicht nach. Okay, ja, auf jeden Fall eine Prozentzahl, mit der man sich ja für ein Erstprojekt ja zufrieden geben kann. Und da sage ich auch erstmal danke nochmal, Frau Stadelmann. Ja. Und ja, für den interessanten Vortrag und dass Sie auch so viele Fragen beantwortet haben. Und wir kommen damit zum zweiten Vortrag, nachdem wir einen Einblick in die Forschung mit Analysen und Webtools geworfen haben, schwenken wir jetzt zum Forest Manager und damit auch zu Birgit Eulung und Thomas Bauer. Der Forest Manager nutzt präzise Drohnentechnologie und GPS-Daten, um Schädlingsbefall und Sturmschäden schnell zu erkennen und zu managen. Er ermöglicht eine detaillierte Vermessung von Bäumen und Gebieten, unterstützt die Datenverwaltung und verbessert die Teamarbeit durch Echtzeit-Datenübertragung. Wie der Forest Manager als Anwendung genau funktioniert, erklären Ihnen jetzt Birgit Eulung und Thomas Bauer. Bitte schön. Erstmal hallo und danke für die Einladung. Ja, Sie haben schon sehr viel über den Forest Manager erzählt. Ich denke mal, der grobe Umschlag ist eigentlich schon unser System. Aber ich zeige mal, was der Forest Manager alles noch kann. Der Forest Manager. Einen Moment. Wer ist der Forest Manager und was kann er eigentlich? Erstmal zu mir. Mein Name ist Birgit Eulung. Ich bin der Product Owner des Forest Manager und schon seit der Gründung, seit 2019 mit dabei. Wir sind drei Teammitglieder und ich bin für das Marketing und Vertrieb zuständig. Wie kamen wir auf den Forest Manager eigentlich? Der Forest Manager ist ja ein Waldsystem und wir sind ein IT-Unternehmen. Wir erklären das immer so: der ITler steht im Wald und findet den Baum nicht mehr. So war es auch. Er hat den Baum nicht mehr gefunden und was macht dann ein ITler? Er entwickelt eine App. So kamen wir dann zum Forest Manager, haben diesen dann in den Google Play Store geladen und haben festgestellt: Oh, nicht nur wir haben das Problem, sondern viele andere Waldbesitzer haben auch das Problem. Sie finden Bäume nicht mehr, sie finden Vorkommnisse nicht mehr. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, den Forest Manager weiterzuentwickeln. Das heißt, mittlerweile kann der Forest Manager, wir können Gebiete einzeichnen, wir können Flächen berechnen, sei es ein Biotopgebiet, ein Flurstück,
Wir können Daten importieren und exportieren. Wir können Vorkommnisse bearbeiten, das heißt, sei es für einen Jäger ein Hochstuhl oder für, wie in unserem Fall hier, ein Borkenkäferbaum, den ich dann auch wiederfinden muss. Also man kann mit dem Forest Manager alles im Wald, was man findet, markieren. Das heißt mit Fotos und GPS-genauen Koordinaten. Natürlich braucht man auch im Wald ein genaues Routenmanagement. Das heißt, dass wir mit der App kann man im Wald den Weg tracken. Vis-à-vis mit der Web-App am PC kann man diesen Weg dann auch einzeichnen und bearbeiten. Wie schon vorhin erzählt von der Kollegin, ist auch das Drohne bei uns ganz großes Thema. Natürlich können wir auch Drohnenbilder selber jeder importieren, weil man sieht, weil die meisten Schäden sieht man von oben am schnellsten, bevor sie unten überhaupt der Baum, die ersten Erkrankungserscheinungen stattfinden. Was mache ich dann, wenn ich das Holz gefällt habe? Ich habe meinen Weg, ich weiß, wo der Baum liegt. Ich brauche einen Polter. Selbst den Polter, den schaue, habe ich einen Platz, den verorte ich mit GPS-genauen Koordinaten und kann diesen dann berechnen. Aber wer braucht jetzt alles diese Daten eigentlich? Diese Daten kann man entweder teilen vom kleinsten Waldbesitzer an, der mit seinen 10 Hektar, zwischen 5 und 10 Hektar anfängt, seinen Wald selbst zu bewirtschaften. Das heißt unser kleines Paket. Und dann übergeht zu dem Großwaldbesitzer, wo mehrere Akteure miteinander untereinander arbeiten. Das heißt dann, wir haben dann auch zeitgleich, jeder sieht, was der andere gerade im Wald bearbeitet hat. Viele unserer Kundenstämme sind auch Waldbesitzerverbände. Das heißt, mit den Privatwaldbesitzern, die auch ihren Waldbesitzerverband unterstützen, schicken Vorkommnisse dem Waldbesitzerverband, haben erste Einschätzungen mit Bildern und Fotos, können schon sagen, okay, ja, ist vielleicht ein Borkenkäfer, muss ich schnell ran, fahre ich in den Wald oder ich sammle erstmal, weil es schaut nicht so dringlich aus. Und dann kann ich mir dann schauen, was die anderen, was ich noch in der Route, im Routenmanagement noch alles liegt, damit ich mir da auch noch Zeit spare. Und natürlich unsere wichtigen Dienstleister. Denen schicken wir dann die Daten. Wo liegt der Baum? Was muss er machen? Er sieht sofort, mit welchem, durch das Routenmanagement. Wie kommt er am besten dorthin? Durch topografische Karten kann er genau sehen, mit welchen Maschinen er dann rein muss. Brauche ich eine Seilwinde? Reicht ein Harvester? Brauche ich nur eine Axt? Wie komme ich da am besten rein? Das kann er dann auch schon anhand der topografischen Karte analysieren und kann somit dann auch schon mal einfacher und schneller arbeiten. Den Polter, den fertigen, verortet er dann wieder und schickt diese Daten dann an den Waldbesitzerverband, der dann einfach nur das Holz verkaufen muss. Das Problem, durch die Trockenheit haben wir alle, vor allem in Deutschland haben wir viele Probleme, dass der Borkenkäfer immer schneller wird, als wir eigentlich hoffen, denken und wollen. Dann kommen noch die vielen Stürme dazu, das Hochwasser, das wir jetzt auch die letzten Tage hatten. Also das hilft dem Wald nicht viel weiter, um gegen den Borkenkäfer anzukämpfen. Das heißt, wir müssen jetzt schneller sein als der Käfer. So kann ein Käfer innerhalb eines Jahres eine Fläche von 10 Hektar erheblichen schädigen. Habe ich auch schon live miterlebt, wurde leider nicht zu spät erkannt. Also war der Wald dann auch schon auch tot. Ich empfehle meinen Kunden immer, macht einen Check, wie weit bin ich eigentlich? Habe ich einen Überblick über diese Borkenkäfersituation und meiner Bestände überhaupt? Wir hoffen mal im größten Fall ja, aber leider nicht immer. Wir haben auch öfters ein Nein. Dann heißt es, raus mit dem Forstmanager, zeichne deine Gebiete an, was ist dein Flurstück, verschaffe dir einen Überblick, wo muss ich ran, wo sehe ich sofort, welche Schäden ich habe. Wenn ich mir einen Überblick verschaffen habe, kann ich diese Daten dann an meinen Dienstleister weiterleiten oder auch an den Förster, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich mir nicht weiß, ich bin selber kein kundiger Förster oder so,
Und ich bin nur Waldbesitzer und weiß gar nicht, ist es kaputt, ist es nicht kaputt, ist es ein morscher Baum, oder ist er einfach nur alt? Kann ich auch hier meine ganzen Vorkommnisse im Wald notieren und diese weiterleiten an den Dritten und spare mir so Zeit, diese Bäume wieder zu finden und vergesse gegebenenfalls auch keinen mehr. Weil es wird schon etwas dramatisch, wenn ich einen Borkenkäferbaum vergesse und der dann den Rest der Fläche auffrisst. Dann kommt der nächste Schritt. Wo muss das Holz hin? Muss die Rinde sofort weg? Wo lagere ich das Holz? Auch hier rate ich meinen Kunden, dokumentiert es, macht einen Plan im Forest Manager, dass der Borkenkäfer so schnell wie möglich aus dem Wald rauskommt. Wie verschaffe ich mir einen Überblick mit der Drohne? Aktuell sind wir in einem Forschungsprojekt, das heißt 5G im Bayerischen Nationalpark. Und wir arbeiten zusammen mit AeroDCS als Kooperationspartner. Das heißt, wenn der Waldbesitzer nicht selbst mit einer Drohne drüber fliegt, können wir diese Dienstleistung entgegennehmen. Und dann werden wir mit Multispektralkamera, Laservermessungen, können wir die Vitalität der Bäume mittlerweile schon messen und können auch Schäden, die in den Baum schon sind, auch Trockenheit messen und diese dann im Forest Manager auswerten, dass man dann genau erkennen kann, wo liegen meine Probleme, welche Geräte brauche ich, um meinen Wald wieder auf Vordermann zu bringen und wie schaffe ich es am schnellsten, alles rauszubringen. Aktuell arbeiten wir auch im Forschungsprojekt daran, dass wir über Laser, dass wir Wege wiedererkennen. Das heißt, die Drohne fliegt über den Wald und findet 5 Jahre alte Rückewege wieder, um die Bodenverdichtung des Waldes ein Stück mehr zurückzunehmen. Und aktuell sind wir schon bei 85% Wahrscheinlichkeit. Die Drohne fliegt rüber, findet alte Wege und die werden dann im Forest Manager gezeigt. Und wir sind sie abgegangen und konnten sagen, es funktioniert und der Waldbesitzer konnte die Bodenverdichtung weiterhin unterdrücken. Habe ich keine Drohne? Habe ich keinen Drohnenanbieter? Auch hier kann man mit dem Forest Manager arbeiten. Das heißt, ich gehe zu Fuß durch den Wald. Ich schaue mir die Bäume an, ich markiere sie mir, ich mache Notizen auf. Bin ich mir nicht sicher, mache ich ganz viele Fotos, damit ich diese dann auch jemandem zeigen kann, ohne dass ich je bei jedem Baum gleich in den Wald reinfahren muss. Häufige Fundstellen sind für meisten Waldbesitzer, gebe ich immer als Tipp, Rindenschuppen, Spinnenweben, Stammfuß am Moos oder auch trockene Nadelbäume. Wenn ich diese Daten dann im Wald alle gesammelt habe, möchte ich sie diese dann auch dokumentieren. Dazu haben wir eine Web-App. Hier können die Daten innerhalb von der App im Wald direkt an die Web-App geschickt werden, in Echtzeit. Das heißt, wenn eine WBV jemand im Büro sitzt und ist jetzt nicht sicher, was mache ich jetzt, wohin muss das Holz, schickt er die Daten einfach an den PC, ins Büro. Und die können dann zusammen einen Platz finden, wo der Polter hin muss. Oder sogar mit dem Dienstleister schon darüber diskutieren, wie es für ihn am besten wird. Man spart viel Zeit, weil so ein Holzhaufen mal schnell umgeräumt ist, ist schon eine Menge Arbeit. Alle Teammitglieder haben jederzeit Zugriff auf alle aktuellen Informationen. Und somit schaffen wir eine effiziente Koordination. Fehler werden hier minimiert durch Nutzung derselben Daten und die stets aktuell sind. Hat der Holzfäller den Baum rausgenommen, muss er es natürlich dokumentieren und dokumentiert auch, wo er ihn dann auf einem Polter wieder hingelegt hat. Mit den GPS-genauen Daten der Forwarder, der Harvesterfahrer und auch der Einkäufer dann wieder einen leichten Vorteil, dass er das Holz wieder findet, hat hier eine grobe Einschätzung schon mal durch die Poltervermessung. Um wie viel Festmeter hängt es eigentlich hier? Wie viele LKW-Ladungen brauche ich? Wie viele Tonnen werden es circa sein? Und auch hier bietet der Forest Manager
Ich weiß, durch topografisch wird es ein schwieriger Weg, dass ich zu meinem Pointer komme. Und ich weiß ganz genau, wo er liegt. Und mit den Fotos kann ich dann auch noch ungefähr einschätzen, auch meine Umgebung rundherum noch einschätzen, wie das alles dort aussieht, damit ich mich leichter das Holz abtransportieren kann. Mit meinen Kollegen, Kunden Thomas möchte ich euch kurz einen Einblick in den Forest Manager auch geben, wie er live ausschaut. Thomas, würdest du deinen Monitor bitte teilen? Okay, dann teile ich mal meinen Monitor, wie der live ausschaut. Kleinen Moment. Freigeben. Und jetzt gehen wir mal hier hin. So, ich habe jetzt hier ein komplett, vielleicht etwas anderes Projekt, aber man kann von diesem Projekt hier vielleicht viele Ableitungen machen. Also was Sie alle hier sehen, ist das Gebiet eines Ruhewaldes. Und wir kamen zum Forest Manager, nachdem wir seit 2021 einen Ruhewald in der Nähe von Ulm planen und die Umsetzung des Ruhewalds sich entsprechend herausfordernd gestaltet, brauchten wir im Prinzip eine Softwarelösung, die uns das Ganze im Prinzip in unseren Bearbeitungsschritten und Baumpositionen, Gebieten und so weiter verwalten kann. Und durch eine Websuche sind wir dann mit der Birgit in Kontakt gekommen und die Zusammenarbeit hat sich eigentlich als sehr fruchtbar herausgestellt. Inzwischen haben wir auch so ein Ruhewaldverwaltungsprogramm zusammen gemacht. Und ich erkläre jetzt im Prinzip diese kurze Zweckentfremdung. Wie gesagt, das sind alles nur Ableitungen der ursprünglichen Funktionen des Ruhewaldes, kurz anhand dieser Abbildung. Das ist also der originale Forest Manager auf dem Tablet, der das Gebiet des Ruhewaldes zeigt. Und hier sieht man, wenn man jetzt weiter nach Osten geht, sieht man plötzlich keine Bäume mehr. Ich kann nur einfach sagen, wir sind hier auch von heftigen Waldschäden betroffen, und zwar dem Eschentriebsterben. Und wir haben in den letzten 2 Jahren ja fast die Hälfte unserer gesamten Fläche verloren, weil das so um sich gegriffen hat, dass wir eigentlich da nichts mehr anderes machen konnten als radikal abholzen. Man sieht jetzt hier in unterschiedlichen Farben die Gebiete, die wir aus einem Bodengutachten haben, die wir an den Forest Manager übertragen haben. Oben sieht man leicht bläulich ein Gebiet, wo aus hydrologischen Gründen, also weil es zu feucht ist, keine Urnen in diesem Ruhewald beigesetzt werden dürfen. Die roten Gebiete sind Gebiete, die zwar geeignete Bäume enthalten würden, aber eine zu geringe Deckschichtmächtigkeit haben. Und die gelben Gebiete, dort ist sozusagen von Amts wegen die Bestattung von Urnen mit Asche Verstorbener an Bäumen gestattet. Man sieht auch, dass dieser Wald eine kleine Besonderheit hat. Er hat hier im oberen linken Bereich, wo diese Ausbuchtung ist, diese blaue neben der roten Fläche, das ist ein Quellgebiet mit zwei Quellen. Und hier weiter östlich ist auch noch mal ein Quellgebiet mit zwei. Nee, das ist eine Quelle. Entschuldigung, das ist eine Quelle. Und diese Quelle, dort ist auch keine Beisetzung erlaubt. Wir wussten das auch nicht, aber um sozusagen einen Ruhewald genehmigt zu bekommen, dort ist es erforderlich, dass wir vorher die Bäume bestimmen. Und die Bestimmung der Bäume, die kann über zwei Arten gemacht werden. Entweder sie wird über ja, ein GPS-System gemacht oder sie wird über einen Theolith bestimmt. Wir haben jetzt aber das Problem, dass wir die Bestimmungen relativ genau machen müssen. Und hier
kann die Software des Forest Managers sehr genau mit einem externen GPS-Empfänger zusammenarbeiten und dieser Empfänger kann, glaube ich, alle am Himmel verfügbaren Satelliten. GPS-Systeme auswerten, also ob das chinesische Baidu ist, ob das russische GLONASS ist, ob das GPS ist oder ob es Galileo ist. Der nimmt sozusagen alle verfügbaren Satelliten, die er findet, und matcht dort eine ziemlich genaue Position. Auch im hohen Wald unter dichtem Blätterdach finden wir so auf, ja, ich sag mal, aus der Praxiserfahrung auf 40 Zentimeter genau unseren Baum. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hier konnten wir eigentlich sehr schnell alle Bäume, die wir brauchen, markieren, ausmessen und auch dokumentieren, dass wir sie sozusagen bei den Genehmigungsverfahren dann auch einreichen können. Wenn du mal kurz das Menü aufmachen würdest, Thomas, dann kann ich mal zeigen, wie einfach der Forest Manager eigentlich zur Nutzung ist im Wald. Also hier. Hier sieht man alles, wo gebe ich meine Gebiete ein, wo setze ich Notizen. Was bei uns eigentlich der Hauptgrund ist, auch Kategorien. Kategorien heißt, man kann bei uns, es ist egal, für was man den Forest Manager nutzt. Man kann sich das selbst anlegen. Jeder Wald ist unterschiedlich, jeder Wald ist anders, jeder möchte ihn anders bewirtschaften. Jedes Bundesland ist auch dahingehend anders. Das heißt, im Forest Manager kann man seine Kategorien selber bestimmen und kann so auch seine Waldkarte selbst erstellen. Hier haben wir auch die Wege und Wendepunkte, die man getracken kann, damit man auch hier eine Unterstützung für die Dienstleister liefern kann. Hier, hey, hier kannst du im Notfall wenden. Da sieht man dann ganz schön Kategorien. Das wäre jetzt hier eine Notiz. Auch hier kann man sie verändern. Wir sehen, zu welchem Gebiet das gehört, damit ich auch immer gleich eine Zuweisung habe, wenn ich mehrere Waldbesitzer bei einer WBV habe, wem gehört dieser Baum auch. Dann sehe ich das auch hier gleich. Unter erweiterte Daten kann man unten auch gegebenenfalls auch noch schnell mal die Festmeter berechnen, die man dann im Wald braucht. Am Schluss zählt so und so eigentlich immer nur das Sägewerkmaß. Also haben wir uns da auch eigentlich ziemlich sehr einfach gehalten. In einem Absolut. Verlauf haben wir erstellt, der wird für Jäger sehr relevant, aber das heißt für Verbisse im Wald. Wenn man mehrere Rehverbisse aneinander laufend dokumentiert, kann der Jäger und auch der Waldbesitzer sehen mit der Zusammenarbeit, wie Reh oder Tiere sich im Wald bewegen. Zusätzlich haben wir auch noch Raster eingefügt. Das heißt, dass man hier auch, möchte ich wirklich eine Aufforstung starten, dann baue ich hier in mein Gebiet ein Raster ein und kann hier auch eine Truppfpflanzung starten etc. und habe dann hier auch noch weitere Unterstützungen. Ja, also das wird bei uns zum Beispiel der Fall sein. Wir werden aufgrund des Verlustes der relativ großen Fläche, wird es ein Angebot an Pflanzbäumen geben, wo sich die Leute sozusagen selber circa 2,50 Meter bis 3 Meter große vorgezogene Bäume aussuchen können, die dann an bestimmten Positionen gepflanzt werden und die dann eben deren Positionsbestimmung und Kartierung auch über den Forest Manager erfolgt. Und auch wir werden das Problem bekommen von Borkenkäfern oder anderen Waldschäden, die wir dann über den Forest Manager dokumentieren, weil in einem Ruhewald eine Verkehrssicherungspflicht existiert. Das heißt also, wir müssen uns ständig um diesen Wald kümmern, den wir dann entsprechend mit Waldbewirtschaftungsmaßnahmen, obwohl dieser Wald aus der Waldbewirtschaftung rausgenommen wurde, sozusagen in einem ordentlichen Zustand erhalten müssen. Dass der jederzeit sozusagen von den Hinterbliebenen bzw. Besuchern sicher besucht werden kann. Und ja, bei diesem ganzen Thema hilft uns eben der Forest Manager. Und wir haben
das eben auch gewählt, weil wir eben dann auch die Web-App haben, um das Ganze letztendlich im Büro auch sehen zu können. Und die ganzen Positionsdaten der Bäume fließen bei uns dann in eine spezielle Software, die für den Ruhewald geschaffen wurde. Wenn man so will, eine, naja, Friedhofsverwaltung für einen Wald, an dem dann komplett diese ganzen Beziehungen dokumentiert werden, welche Urne liegt wo, an welchem Baum, an welcher Position und wo sind dann eben die ganzen Beziehungen dazu zu Hinterbliebenen und so weiter und so fort. Das kann diese Software eben alles verwalten und die haben wir auch neu geschaffen, weil es da bisher in Deutschland kein uns bekanntes Programm gegeben hat, dass das alles konnte. So. Aber ich denke mal, wir haben über den Forest Manager alles gesagt. Wir wären da durch. Und ich sehe auch schon die erste Frage. Erkennt man die Rückegassen manuell oder macht dies ein Algorithmus? Also wir arbeiten ja mit unserem Kooperationspartner Aero DCS zusammen. Die fliegen dann drüber und machen auch hier natürlich Orthofotos. Orthofotos heißt ja, dass die Fotos eigentlich nur zusammengeknüpft werden, dass ich nicht einzelne Fotos in einem Layer habe, dass sie dann ein fließendes Bild ergeben und arbeiten hier natürlich auch mit LiDAR-Daten. Wie und wo werden die Drohnenbilder prozessiert und analysiert? In der App bereits. Wir erhalten die Daten. Das heißt, wir werden auch, wenn es um Vitalität der Bäume dann auch geht oder so, solche Sachen, das wird die Aero DCS machen für uns, weil das wird die Software, das sind zu viele Algorithmen im Hintergrund. Natürlich werden wir auch eine KI dafür hernehmen. Selbstverständlich, wer macht das heutzutage nicht? Und diese KI wird dann feststellen an der Vitalität der Bäume, wo genau haben wir eine Wahrscheinlichkeit, dass dieser Baum bald kaputt geht, er zu trocken ist und deswegen an einem Käferbefall neigen würde. Und das können wir dann als Dashboard bei uns im System hinterlegen, damit man dann in den Wald gehen kann und sagen kann, okay, hier ist der Baum, den fäll ich, den lege ich jetzt da drüben ab und da soll niemanden holen. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Ja, damit sage ich vielen Dank, Herr Bauer und Frau Eulum. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal zum virtuellen Applaus auffordern, auch wenn Sie schon so in die Fragen reingestiegen sind. Genau, ein paar Händeklatsche hatte ich schon gesehen. Genau, jetzt kommen wieder ein paar rein, auch gerne ein paar Flammen wieder für den Vortrag. Ja, ich habe auch noch zwei Fragen mitgebracht und zwar haben wir ja heute den Fokus auf ja, das Thema Schadholz und ich wollte mal fragen, ob denn mit dem Forest Manager auch nachvollzogen werden kann, wie viel Schadholz, also wie viele Festmeter denn über die App dann auch abgewickelt wurden. Ne, also vom Markieren bis zum Fällen und dann fahren. Man kann in der App kann man die Festmeter berechnen, aber wie schon gesagt, wir haben das sehr rudimentär gehalten, weil am Schluss zählt immer das Sägewerkmaß. Darum haben wir da eine kleinere Berechnung mit eingebaut. Das heißt, es soll aber nur zur Unterstützung dienen, dass wenn der Dienstleister dann das Holz holt, damit er dann auch weiß, wie viel LKWs brauche ich, was habe ich ungefähr an Maß da. Und das reicht meistens den Nutzern. Sie brauchen keine ganz genaue KI-gestützte Fotoberechnung, also Sie brauchen nur ein Maß, damit Sie wissen, wie viele LKWs brauche ich wirklich am Schluss, wo muss ich hin. Also Und quasi wie zu soll die den App? am Anfang erwähnten Überblick. Genau. Genau. Dann noch die zweite Frage. Ja, bei dem Thema Digitalisierung kommt ja dann auch immer so die Frage, was bringt mir das? Und ein Argument, was wir ja auch beim Runden Tisch häufig nutzen, ist, dass man mit solchen Anwendungen ja Aufwand sich erspart und auch Zeit erspart. Haben Sie denn da irgendwie Rückmeldungen von Ihren Kunden oder kann da vielleicht der Herr Bauer auch
als ja, hier Also ich kann Wetterkunde sogar was sagen. hier einen konkreten Betrag sogar nennen. Wir hätten für die ersten 100 Bäume, die mit einem Theodolit ausgemessen werden oder dem Theodolitverfahren ausgemessen werden, und die Dokumentation einen Aufwand gehabt von 12.500 Euro. Also da lag ein Angebot vor. Die Investition in den Forest Manager mit dem speziellen GPS-Empfänger würde ich jetzt auf circa 3.000 Euro beziffern. Also 2.500 Euro kostet der GPS-Empfänger. Und dann kommt eben noch das Tablet und die Software dazu. Und die Arbeitszeit für die Bäume kartieren, sage ich jetzt mal, waren 2,5 Tage. Dann waren wir im Prinzip durch. Und das kann man jetzt im Prinzip sozusagen dagegen stellen. Und deswegen hatten wir uns auch für den Forest Manager oder die Methode mit dem Forest Manager entschieden, das Ganze über diese Software abzuwickeln. Aber nochmal zum Borkenkäferproblem gesehen. Ein normaler Ablauf in einer WBV, mit denen ich zusammenarbeite, ist, ein Waldbesitzer findet einen Baum, schreibt eine WhatsApp, ich habe einen Baum gefunden. Schickt das der WBV, die WBV trifft sich irgendwo in einer Ortschaft und fährt, muss mit ihm reinfahren für einen einzigen Baum, den er gefunden hat. Danach fährt die WBV zurück, hat natürlich nirgendwo dokumentiert, wie auch wenn es nicht digital ist, muss dann wieder mit dem Dienstleister, mit dem Holzfäller etc. weiter wieder reinfahren, muss dann wieder gucken und muss dann bei der Holzabfuhr, muss er wieder dabei sein. Also wenn man es rechnet, also 3, 4 Mal ein WBV-Mitarbeiter im Wald wegen einem Baum, wenn es blöd läuft. Und wir ersparen ihn halt den Weg, weil wenn er schon anhand eines Bildes von Waldbesitzer sieht, oh, kaputt, ich habe GPS-genaue Koordinaten, ich weiß, der ist kaputt, hier haben wir einen Borkenkäferbefall, ich schicke die Daten sofort an den Holzfäller weiter, der hat auch die gleichen Informationen, fährt rein, fällt den Baum, sagt dann Bescheid, wo er liegt am Schluss, so spart sich der Waldbesitzerverband, komplette Mitarbeiter, der wo dann das kontrollieren muss. Natürlich brauchen wir welche im Büro, wir wollen niemanden ersetzen, aber so spart er sich auf jeden Fall mindestens 1 bis 2 Mal in den Wald zu fahren pro Baum. Im Bestfall kann er noch mehrere Bäume oder mehrere Vorkommnisse dokumentieren, das heißt, dass er sich eine Route zusammenbaut, dass er dann sagt, ich muss dahin, 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 dahin fahren und dann hat er eine Route und die sammelt er und muss nicht dann wie jedes Mal einzeln reinfahren. Und was man noch dazu sagen muss, was beim Forest Manager einfach super ist, dieses Ding funktioniert auch ohne Internetverbindung im Wald. Ja, Ja. also das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich sozusagen von jeder mobilen Datenverbindung abgeschnitten werden bin, kann ich mit diesem Ding arbeiten. Das ist auch so ein Punkt, der für uns wichtig war. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also ich kenne es hier auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind hier auch nicht mit flächendeckendem Internet gesegnet. Und gerade im Wald, ich glaube auch mit GPS-Empfängern, also jeder wird diese Problematik kennen, dass da auch das mit dem Empfang einfach schwierig ist. Ja, deswegen gut, dass das auch offline geht. Und bevor wir weitergehen, sind jetzt nochmal 2 Fragen reingeflogen. Und zwar ist jemandem aufgefallen, dass in der App oben rechts ein SOS-Symbol erkennbar war und daher die Frage, ob in der App auch Rettungspunkte hinterlegt sind. Also wir haben die ganz normalen deutschen Rettungspunkte hinterlegt. Die kann man dann runterladen. Wir haben aber auch hier noch einen Schritt weiter gedacht bei den SOS-Punkten, weil es heißt ja im Wald nicht unbedingt, dass der kürzeste Weg der schnellste ist. Wenn der kürzeste anhand von Koordinaten über einen Berg drüber gehen würde, wäre es schwieriger, den zu finden, denjenigen, als wenn ich von der anderen Seite auf den Rettungspunkt zugehe. Das heißt, bei uns im System wird der Verletzte innerhalb von 3 verschiedenen Rettungspunkten lokalisiert und diese 3 Punkte werden dann an den Rettungsdienst gesendet, können gesendet werden, also bei ganz schlechtem Netz sogar per SMS.
Und somit kann der Rettungsdienst dann selber aussuchen, okay, welcher Rettungspunkt ist der einfachste, dass ich an ihn rankomme. Und durch die topologische Karte sehe ich auch gleich, ist da jetzt auch wirklich ein Berg, einfach mal. Den, wo man davor mit dem Rettungswagen nicht bedenken kann. Darum sagen wir, wir haben es etwas erweitert. Ja, auf jeden Fall gut mitgedacht. Und dann war noch eine Frage, ob bei dem Aufarbeitungsstatus, ob der auch geändert werden kann und ob dann diese neue Information an alle Akteure weitergegeben werden kann. Wir arbeiten ja in der App mit Notizen und Kategorien. Das heißt, am Anfang hat ein Baum, ist ein Baum. Danach kriegt er die Kategorie Käfer. Dann weiß jeder, oh, da ist ein Käfer. Ändere ich diese Kategorie dann auf Fällen, dann kriegt diese Nachricht nur der Holzfäller und weiß, okay, diesen Baum muss ich jetzt fällen. Wenn der Holzfäller die Kategorie wieder ändert auf bereits gefällt, sehen dann die Dienstleister, die das abholen, nur die Dienstleister, okay, ich kann ihn jetzt abholen. Also wir haben dieses Auftragsszenario, haben wir in dem Sinne so gelöst, dass wir sagen, ändern wir die Kategorie, darf durch das rollen rechtes System eine andere Person darauf zugreifen und kriegt sofort Informationen. Es muss kein richtiger Auftrag mehr gesendet werden, ich ändere nur die Kategorie und er sieht es schon. Gut, danke. Ich denke mal, dass dann diese Frage auch beantwortet ist. Es ist noch eine Frage reingekommen, die Sie aber dann gerne über den Chat vielleicht beantworten, weil wir von der Zeit her zum nächsten Vortrag jetzt kommen. Und zwar haben wir ja von der Frau Eulum jetzt gehört, dass es sehr wichtig ist, einen Überblick davon zu haben, was im Wald vor sich geht. Und für diesen Überblick hilft auch das sogenannte Monitoring. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Vortrag. Und zwar den dritten und letzten Vortrag von Frau Dr. Ina Erhardt und Herrn Hannes Vogel, die das vom BMEL und BMUV geförderte Projekt DIMOTRAP präsentieren. Ziel des Projekts ist die Modernisierung etablierter Pheromonfallen durch innovative und anwenderfreundliche technische Lösungen. Hierbei arbeiten sie an einem digital steuerbaren Pheromonfallensystem. Ich bitte deshalb nochmal um Konzentration für unseren letzten Vortrag für heute. Frau Erhardt und Herr Vogel, Sie haben das Wort. Frau Müller, vielen Dank für die nette Einführung. Ich hoffe, die Präsentation ist jetzt korrekt zu sehen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Beitrag, wo wir das Projekt DIMOTRAP vorstellen werden. DIMOTRAP steht für Digital Moss Trap und wir kommen von vielen digitalisierten Lösungen jetzt zu einem Projekt, wo wir die Ursache vieler Schäden im Wald überwachen wollen. So wie Frau Müller beginne ich den Vortrag auch zunächst mit diesem kurzen Werbeblock, hier dem Werbeblock für unsere Geldgeber, verbunden mit einem herzlichen Dank. Ich zeige den Projektsteckbrief des Projektes Entwicklung automatisierter Pheromonfallen für die laufende Überwachung von forstschädlichen Schmetterlingsarten. Wir sind aktuell im letzten Projektjahr. Die Förderung läuft noch über den Waldklimafonds und mit vielen tränenden Augen haben wir zur Kenntnis genommen, dass dieses Programm aktuell nicht weitergeführt wird. Das Projekt wird bearbeitet unter Federführung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Mein Kollege Hannes Vogel ist hier auch mit in der Leitung und wird nachher mit mir gemeinsam auch gern Ihre Fragen beantworten. Ich möchte Sie gerne mitnehmen und zunächst erklären, worum geht es in unserem Projekt? Wovon sprechen wir hier? Was ist das Problem? Das Problem, die forstschädlichen Schmetterlingarten sind hier auf der Grafik dargestellt, sodass Sie mal einen Eindruck bekommen, was verursacht die Schäden im Wald. Diese Schadinsekten, wir haben viel von Zerstörung von Wäldern schon gehört, gerade in Zeiten des Klimawandels, kommt es vermehrt zu Massenvermehrungen solcher Schadinsekten. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, um dem auch
vorzubeugen oder die Wirkungen gering zu halten, ist ein gutes Monitoring. Das heißt, die Überwachung der Forstflächen hinsichtlich der Massenvermehrung solcher, in unserem Fall, solcher Falter. Eine der effektivsten Methoden, die hier eingesetzt wird, das sind Pheromonfallen, und Ausgangspunkt unseres Projektes war, dass diese bisher verwendeten traditionellen Fallensysteme nicht optimal geeignet sind. Ich zeige Ihnen hier eine Grafik zunächst mal, was bedeutet Monitoring für Falter. Diese Schadinsekten, von denen wir sprechen, sind über das ganze Jahr aktiv. Das heißt, artspezifisch von Februar, so wie die Grafik das hier zeigt, bis Dezember fliegen über 2 bis 3 Monate die Falter gerade in ihrem Vermehrungszeitraum. Eingesetzt wird, um hier die Massenvermehrungen zu erkennen, verschiedene Standorte und sogenannte Pheromonfallen. Diese Fallen, ich habe sie hier auf der Seite mal gezeigt, das sind einfache Plastibüchsen für diejenigen, die nicht im Waldschutz arbeiten. Das ist ein Deckel, der genutzt wird. Hier ist ein Pheromonköder oben in so einem Becherchen drin. Es gibt einen Einflugtrichter und unten einen Fangbehälter. Diese Fallen an den Standorten ausgebracht müssen jede Woche regelmäßig besucht werden. Dabei geht es darum, die Fangzahlen zu ermitteln, das heißt das händisch auszählen, die Falle möglichst reinigen, fallweise vielleicht auch den Köder ersetzen. Das heißt, die Herausforderungen bestehen bei diesem aktuellen System unter anderem in der Pheromonabgabe, die nicht kontinuierlich über den Fangzeitraum ist, und natürlich dem hohen Aufwand zum Anfahren der Fallen, zum Nähren. Vielleicht, um hier auch mal eine Größenordnung zu nennen, allein in dem Bereich, den die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt bearbeitet und betreut in 3 Bundesländern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, haben wir rund 400 Standorte mit roundabout auch 2000 Fallen, die pro Jahr hier im Einsatz sind. Das war für uns vor vielen Jahren die Grundlage dafür, ein Projekt zu beantragen. Und von der Beantragung bis zur letztendlichen Genehmigung sind fast 5 Jahre vergangen, bei dem wir uns das Ziel gesetzt haben, hier den Aufwand zu senken und das einfach besser zu machen, das Monitoring. Das heißt, wir haben über eine digitale Falle gemeinsam nachgedacht, die diese aufwendigen Arbeiten übernehmen soll. Das heißt, sie soll selbstständig zählen. Die Pheromonabgabe soll möglichst kontinuierlich über den Zeitraum erfolgen. Das Ganze soll energieautark im Wald über einen Fangzeitraum von bis zu 3 Monaten laufen, und natürlich die Daten sollen übertragen werden. Wie sind wir rangegangen? Wie ist das Vorgehen? Man fängt bei einem solchen Projekt zunächst einmal an, einen Anforderungskatalog zu erstellen. Bei diesem Anforderungskatalog, und das war eine Phase für beide Partner, die ausgesprochen lehrreich war, geht es darum, Technologie und Funktionen, die Aspekte Ökonomie, Ökologie, Biologie, Handhabung, Lebensdauer, die branchenspezifisch, das alles zusammenzubringen. Das heißt, wie das immer so ist, kommt meistens am Anfang die eierlegende Wollmilchsau, eine Falle, die nicht mehr als 50 Euro kosten soll und alles selber machen kann. Raus? Nein, natürlich nicht. Wir haben sehr lange über Technologien und die Wechselwirkungen, die ich hier genannt habe, gesprochen, die dann auch noch dazu kommen, wie Aspekte wie Chemie, Physik, Energieversorgung, Licht und die verschiedenen technologischen Möglichkeiten. Das alles haben wir in einem sehr intensiven und guten Zusammenarbeitsprozess zusammengebracht und uns zunächst mal für einen modularen und komponentenbasierten Ansatz entschieden. Das heißt, einzelne Funktionen wie das Zählen oder die Pheromonabgabe sollen als separate Funktion bereitgestellt werden, um damit auch durchaus variierende Nutzeranforderungen erfüllen zu können.
Nachdem wir die Anforderungen, die definiert wurden, auch noch ein wenig geclustert haben und gesagt haben, wir wollen hier eine erste technische Lösung entwickeln, was sind unsere primären Ziele, was ist das, was wir uns aber auch wünschen, haben wir angefangen, die einzelnen modularen Komponenten zu konzipieren und zu entwickeln und bei jeder dieser Komponente durchaus verschiedene technologische Ansätze in Betracht gezogen. Das heißt, wir haben nicht von vornherein eine Technologie ausgewählt, sondern uns die breite Palette dessen, was vielleicht möglich ist, angeschaut und dann aber wieder hinsichtlich unserer Ziele vom Preis über die Energieversorgung abgeglichen. Die nächste Phase bestand dann daraus, einen Versuchsmusterbau durchzuführen, einzelne Komponenten zu entwickeln, zu testen, zu überarbeiten und dann zu einem integrierten Versuchsmuster zusammenzuführen. Und das Ganze haben wir über den gesamten Projektzeitraum in Labor, Semifreiland und Freilandversuchen getestet. Ich werde jetzt im Folgenden so auf die einzelnen Komponenten eingehen und vielleicht einen Eindruck vermitteln, was hier angedacht und auch erarbeitet wurde. Ich beginne mit der Komponente der Pheromonabgabe. Unser Ziel war es hier also, ein Problem zu überwinden, dass die klassischen Pheromonköder, das sind im Wesentlichen Gummistopfen, die mit einem Lösungsmittel und einem Sexualhormon getränkt sind, dass die ihre Konzentration der Abgabe über den Zeitraum verändern. Angedacht haben wir hier in der Konzeptionsphase dann einmal eine Lösung, ein Abgabesystem mehrerer Festköder, ein Mikropumpensystem auch zur Abgabe von flüssigen Pheromonlösungen und ein Konzept, das haben wir kurz Blistersystem genannt. Was haben wir erfahren über unsere Versuche und unsere Tests? Sie sehen hier an der Seite auch so verschiedene Ansätze und Testmuster, die wir entwickelt haben. Wir haben festgestellt, dass die Festköderabgabe, das heißt eine Ressortabgabe, bei der nach einem gewissen Zeitpunkt ein neuer, frischer Köder in den Fangbehälter gegeben wird, dass das eine sehr praxisnahe, robuste Option ist, die auch auf bewährte Köder setzt. Das heißt, die am Markt verfügbaren Köder können hier in ein Reservoir eingebracht werden, sodass über den Zeitraum, je nach Bedarf, das Pheromon nachgeladen werden kann. Unsere Mikropumpenlösung, Sie sehen sie in der mittleren Abbildung, das ist ein ganz kleines Bauteil. Da haben wir festgestellt, das ist eine sehr interessante, aktuell jedoch sehr empfindliche Lösung. Und die Einsetzbarkeit ist hier sehr stark von chemischen Faktoren abhängig, nämlich vom einzusetzenden Lösungsmittel. Hier gibt es Zusammenhänge zwischen Technik und Chemie, also durchaus Restriktionen, die wir erkennen und erleiden mussten. Und wir haben eine zweite Herausforderung, die darin besteht, dass die Konzentration des Pheromons im Lösungsmittel sehr schwer zu bestimmen ist. Für uns und aus unserer Sicht allerdings eine sehr zukunftsträchtige Option, die durchaus auch perspektivisch weiterzuentwickeln ist, weil insbesondere für neue Schaderreger häufig aktuell keine Pheromonköder verfügbar sind und/oder flüssige Pheromone schneller entwickelt werden können, als die Produktion eines neuen Pheromonköders voranzutreiben. Also durchaus eine interessante Option. Die letzte Option, die Blister-Option. Hier geht es darum, die Pheromonköder in der Abgabe noch etwas besser zu schützen, ist im Grunde eine Weiterentwicklung der Ressortabgabe. Also hier nochmal mein Hinweis auf die allgemeine Herausforderung für aktuelle und neue Zielorganismen ist einfach aktuell diese Verfügbarkeit von Zielorganismen
spezifischen Pheromonen noch nicht gegeben. Das untere Bild, was ich gerade eingeblendet habe, zeigt mal eine übliche Konzentration von einem Pheromon in einem Lösungsmittel. Wir sind hier 4 bis 5 Stellen hinter dem Komma, also durchaus eine hohe Herausforderung, dann auch die Mittel bereitzustellen. Ich komme zur Komponente des Zählens und des Detektierens der Fänge. Eine Komponente, die wir auch sehr lange in unterschiedlichen Richtungen diskutiert haben. Wir haben für den Einsatz in der digitalen Pheromonfalle eine Lichtschrankenoption als erfolgversprechendste Option identifiziert, obgleich wir durchaus auch Akustik und viele andere Technologien auf den Prüfstand gestellt haben. Auch dazu vielleicht jetzt ein paar Beispiele und den Entwicklungsprozess vielleicht in ein paar Bildern dargestellt. Wir haben zunächst ein Prototyping von Gehäuse und erste Muster aufgebaut. Und zwar haben wir uns hier entschieden, die klassische Form der Trichterfalle beizubehalten und im mittleren Bereich, also zwischen Pheromon und Fangkörper, durch eine neue Komponente zu ersetzen. Also ein Mittelteil mit einer Röhre und Sensoren, wo die Falter dann in den Fangbehälter fallen. Wir haben dann verschiedene Versuchsmuster aufgebaut, wo wir zunächst auf 2, später auch 3 Lichtschrankenebenen getestet haben. Hier geht es darum, die Zählsicherheit zu erreichen und wirklich nur die Fänge zu zählen, die unten im Behälter bleiben, also ein Ein- und Ausfliegen oder ein Flattern nicht mitzuzählen. Da ging es unter anderem auch darum, brauchen wir neben der 2 eine 3 Lichtschrankenebene, die natürlich eine höhere Leistungsaufnahme und einen höheren Preis bedeutet hätte. Was bei den Versuchen rauskam, da komme ich gleich noch dazu, stelle Ihnen jetzt noch ein paar Sachen zum Thema Energieversorgung vor. Eine unserer wichtigsten Herausforderungen war der autarke Betrieb über den Fangzeitraum. Wir mussten hier beginnen zunächst mit verschiedenen Untersuchungen, um auch bislang unbekannte Größenordnungen abzuschätzen. Also was haben wir potenziell für einen Solarertrag auch in sehr dichten Waldbeständen? Was kann man hier unter Einsatz von Solar noch ermitteln? Wie viel Energie brauchen wir? Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache auch bei der Auswahl aller Komponenten. In unseren Versuchen, Sie sehen es hier unten, haben wir solche Autobatterien noch eingesetzt auf dem Bild. Hier eines unserer Versuche sehen Sie hier unten einen gut mit Laub getarnten Haufen. Das ist natürlich langfristig keine Option. Und an der Stelle nochmal meinen Respekt an unsere Kollegen bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, die wirklich die Standorte mit diesen schweren Batteriekästen ausstatten und immer wieder auch nachladen mussten. Im Ergebnis zur Energieversorgung können wir heute hier sagen, dass wir natürlich den Energieverbrauch oder die Aufnahme sehr stark reduziert werden. Wir haben verschiedene Versorgungsmöglichkeiten untersucht. Eine Option sind hier sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Das sind Akkus, die halt auch im Wald eingesetzt werden können vor dem Hintergrund des Brandschutzes. Wir haben hier festgestellt, dass wir für einen Versorgung über den Fangzeitraum, wenn man nur Lithium-Eisenphosphat-Akkus nimmt, kommt man hier auf eine Akkuausstattung von 14 Kilogramm. Die kosten dann so 350 Euro. Die empfohlene Versorgung wäre bei autarkem Betrieb über 3 Monate die Kombination aus einem Akku und einem sogenannten Solarpanel. Und hier vielleicht auch schon mal erste Zahlen. Da sind wir bei rund 100 Euro für die Energieversorgung über den Fangzeitraum. Das Herzstück der Falle ist natürlich dann am Ende die integrierte Steuerung. Auch dazu vielleicht ein paar Worte. Unsere Anfangsidee war es, hier einen Platinencomputer einzusetzen, einen sogenannten Raspberry Pi.
Wir mussten uns relativ zu Beginn schon des Projektes von dieser Idee trennen, weil wir festgestellt haben, dass die Leistungsaufnahme und der Energiebedarf dieser Technologie viel zu hoch ist. Das heißt, wir mussten in der Entwicklung umschwenken und haben quasi eine eigene Platine unter dem Gesichtspunkt des Energiesparens entwickelt. Vielleicht hier auch gleich noch ein Thema Datenspeicherung und Übertragung. Wo stehen wir da? Wir haben aktuell umgesetzt die Lösungen für den Datenaustausch im Nahbereich. Das heißt, die Daten, die gezählt und gemessen werden, neben der Steuerung der Falle, erfolgt zunächst in der Falle. Und wir haben im Projekt die konzeptionellen Arbeiten zur Datenfernübertragung hinten angestellt. Das aus zwei Gründen. Zum einen bekommen wir sehr widersprüchliche Aussagen zum Bedarf der Datenfernübertragung von verschiedenen Anwendern. Jetzt unabhängig davon, dass eine Funktionsüberwachung und eine Funktion zur Fernüberwachung der Funktion der Falle gewünscht ist, ist es aktuell noch deutlich umstritten, ob die Falle wirklich angefahren werden muss und die Abfrage auch im näheren Umfeld der Falle erfolgen kann oder ob sie selbst Daten senden muss. Der zweite Aspekt, der auch noch dazu kommt, es entwickeln sich aktuell durchaus verschiedene Lösungen und Ansätze zur Übertragung von Sensordaten über Sensordatennetze. Wir haben hier eine hohe Flexibilität in unserer Falle, die es erlauben wird, möglicherweise hier verschiedene Optionen zu nutzen, weil aus Anwendersicht es natürlich nicht viel Sinn macht, dass hier unterschiedliche Datenübertragungsnetze sich aufbauen. Ich komme zu einer weiteren interessanten Frage, die uns umgetrieben hat. Eine Funktion, die auf der Wunschliste stand bei der Entwicklung. Und zwar ging es darum, die Fänge möglichst nicht mehr in dem Fangbehälter zu sammeln, sondern die Fänge abzutöten und einfach unten aus der Falle fallen zu lassen. Wir haben damals die Aussage gehört, dann ist es eine Futterstation. Und es sollen natürlich bei dieser Funktion nur die Zielorganismen, also die Schadorganismen, abgetötet werden und nicht die Beifänge, also das, was sonst noch in die Falle reinfällt. Auf dieser Funktion haben wir ziemlich lange rumgekaut und darüber diskutiert. Wir haben zunächst auch hier konzeptionelle Arbeiten vorgenommen und uns überlegt, wie kann denn ein Falter, wenn er einfliegt, möglichst schnell abgetötet werden? Geht das mit Laser? Geht das mit Strom? Das sind natürlich alles Ansätze, die wir sehr schnell verwerfen mussten, weil auch die Gefährdung im Wald zu hoch ist. Wir haben uns dann auch konzeptionell technisch mit mechanischen Lösungen auseinandergesetzt. Der eine oder andere wird schmunzeln über die Ansätze, die er hier sieht. Es waren viele Fragen einfach zu diskutieren. Wie verhält sich denn der Falter, wenn er einfliegt? Wie können wir ihn im Flug fangen? Bis wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, dass wir festgestellt haben, am Ende ist die Fragestellung gar nicht das Abtöten der Falter direkt nach dem Einflug, sondern die eigentliche Frage besteht darin, die Falle nach dem Fangzeitraum regelmäßig zu leeren. Also all das, was sich absetzt, was auch gelehrt wird bei der wöchentlichen Kontrolle, so aus der Falle zu befördern, dass kein lebendes Objekt die Falle wieder verlässt und gleichzeitig den geschlossenen Behälter aufzugeben und hier möglicherweise Spinnen und nützlichen Tieren diese wieder in die Freiheit zu entlassen. Als wir diesen Punkt erreicht haben, haben wir also von einer Komponente zum Leeren der Falle gesprochen und auch hier ein erstes Funktionsmuster entworfen, wo wir natürlich bislang noch nicht zum Test gekommen sind, aber das weiter für Diskussionen genutzt werden soll.
Vielleicht hier mal einen Überblick über das, was dann im Freiland, im Semi-Freiland und in Laboren stattgefunden hat. Wir haben eine ganze Reihe von Versuchen durchgeführt. Wir haben viele einzelne Versuchsmuster entwickelt. Die Kollegen haben sogar Fangzeiträume künstlich generiert, indem sie im Labor Falter gezüchtet haben, um uns Tests im Semi-Freiland zu erlauben. Und wir haben, wie man hier gerade sehen kann, in 2024 jetzt noch zwei Langzeitversuche geplant, nämlich im Sommer mit verschiedenen Spezies. Ein ausgewähltes Ergebnis mal, um hier auch nochmal zu zeigen, wie diese Versuche stattgefunden haben. Ein Versuch im Sommer 2023 in Niedersachsen. Hier wurden drei Fallenvarianten getestet. Eine Standardfalle gegenübergestellt einer 2- und 3- lichtschrankenebenen Zählfalle. Zuzüglich wurde ein Versuchsmuster mit Ködermagazin ausgestattet. Wir haben also hier schon ein erstes integriertes Muster getestet und der Versuch lief erfolgreich über 3 Monate. Vielleicht hier mal ein kleines Ergebnis. Was kann man hier auf der dargestellten Grafik sehen? Was hier zu sehen ist, dass bei der 2-ebenen Lichtschrankenfalle gegenüber der Standardfalle zunächst erkennbar ist, dass das Einflugverhalten über den Köderwechselmechanismus, über den Zeitraum des Versuchs gerade einen zweiten Peak von Spezies im August noch mal deutlicher dokumentiert hat als die Standardfalle. Die Versuche wurden von unseren Kollegen in Göttingen aufwendig dokumentiert und ausgewertet. Das, was aktuell noch frei ist, und unsere nächsten Schritte im Juli, August und Juli, September mit der Nonne und dem Schwanzspinner nochmal 2 Langzeitversuche, jeweils mit 2 voll integrierten Versuchsmustern, sollen hier nochmal Aufschluss darüber geben, welche möglichen Weiterentwicklungen vorangetrieben werden müssen. Was ich nicht verschweigen möchte, und das ist ganz wichtig, wir haben im Projektalltag mit jeder Menge Herausforderungen, insbesondere ungeplanten Herausforderungen zu tun. Wir haben einen Arbeitszeitraum von nur 3 Jahren gehabt. Wenn Versuche ausgebracht werden und man kommt später zum Standort nach einer Woche, die Falle ist runtergefallen und der Versuch muss abgebrochen werden oder zumindest mit dieser Falle, das ist bitter. Es kommen Sachen vor, dass Regen und Wasser in Batteriekästen eintritt oder dass einfach auch mal die Falter an den ausgewählten Standorten eben nicht fliegen oder nur in sehr geringer Anzahl, was es erschwert, dann Auswertungen zu machen. Auch der Faktor Mensch, Krafteinsatz, wir haben hier nur 3D-Druckmaterialien verwendet, führt dazu, dass Teile brechen, es geht Technik kaputt und wir sind mitten in der Corona-Zeit mit dem Versuch gestartet oder mit dem Projekt gestartet. Auch hier gab es viele Herausforderungen bis hin zur Beschaffung von Elektronikbauteilen, die zeitweise überhaupt nicht möglich waren. Unser Erfolgsfaktor, gute fachliche, sachliche und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und das kann ich nur bestätigen, hat hier wunderbar funktioniert. Auch dafür nochmal mein Dank an unsere Kollegen in Göttingen. Ich komme zum Fazit. Pheromonfalle für Schadschmetterlinge. Wir haben es geschafft, im Projekt die integrierten Versuchsmuster erfolgreich aufzubauen, haben dabei festgestellt, dass wir zu vergleichbaren Ergebnissen aktuell kommen wie bei der manuellen Auszählungen. Wir können sagen, der 2-Ebenen-Zählaufbau auch unter Berücksichtigung der Kosten ist bezüglich des Zählergebnisses ausreichend. Wir haben es geschafft, nachzuweisen, dass die Zählungen durch Beifänge nicht oder nur in geringem Umfang gestört werden. Wir konnten die Energieversorgung über den Fangzeitraum autark gestalten, eben in dieser Kombination mit Solarpanel und Akku. Und wir können
durch den modularen Aufbau auch unterschiedliche Nutzeranforderungen bedienen. Das heißt also, wenn ein Nutzer keine Pheromonabgabekomponente braucht, wird sich damit auch der Preis später dieser Falle reduzieren. Vielleicht auch nochmal, um das klar hervorzuheben, der Anwendungsbereich ist gedacht zur laufenden Überwachung von Populationen, nicht zur Bekämpfung im Pflanzenschutz. Und wir wollen hiermit die Überwachung von Massenvermehrungen verbessern, sodass schneller Möglichkeit besteht, auch Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, die Vorteile, die sich dahinter verbergen, sind die Reduzierung von Aufwand, insbesondere für die Kontrollen, die Kostensenkung, aber auch die Erhöhung der Datenaktualität, wenn dann eine Datenübertragung umgesetzt ist. Es ist grundsätzlich denkbar, auch die Flächenabdeckung zu erhöhen, und durch die Reduzierung der Beifänge haben wir auch eine verbesserte ökologische Verträglichkeit schon dieser klassischen Trichterfallen. Wir möchten natürlich auch hier den Ausblick geben. Wir haben natürlich hohes Interesse daran, diese Arbeiten fortzuführen. Aktuell suchen wir dafür Partner, also Interessenten in Forstverwaltungen. Wir sind aber auch dabei, die Markteinführung potenziell vorzubereiten, suchen dafür Hersteller, Vertriebspartner, Investoren und Förderer, wollen natürlich Pilotierungspartner finden, würden dann gehen in eine Prototypentwicklung. Und natürlich die Notwendigkeit und Akzeptanz verschiedener Datenfernübertragungsansätze weiter prüfen. Parallel haben wir aber auch verschiedene wissenschaftlich offene Fragen. Da geht es zum Beispiel um Gestaltung von Gehäuse und Design. Welche Materialien, welche Farbgebung sind zum Beispiel Fragen, die zu beantworten sind. Und natürlich ganz klar der Part der Pheromone und der Pheromonabgabe. Da sehen wir deutliches Entwicklungspotenzial, auch wenn man zum Beispiel über Quarantäneschädlinge redet. Jetzt der Werbeblock in eigener Sache. Wir sind in der kommenden Woche zu finden auf den KWF-Thementagen. Wir werden dort das Versuchsmuster vorstellen, und zwar am Stand S3 mit drei Nullen oder auch am Exkursionspunkt 4.2. Da werden Sie die Kollegen vom Fraunhofer Institut finden. Wir sind gut miteinander vernetzt, und damit danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, und Hannes Vogel und ich stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Frau Erhardt. Ich bitte wieder um den digitalen Applaus, der kommt schon langsam rein. Danke, schön, da freuen wir uns. Genau, hier kommt auch nochmal im Chat der herzliche Dank und auch für die Fleißarbeit. Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage. Also hier steht, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Sie es schaffen, die Beifänge zu reduzieren. Könnten Sie da nochmal drauf eingehen? Ich kann das gerne selbst machen. Hannes, Frage an dich. Also so an sich können wir die Beifänge von uns aus nicht wirklich reduzieren. Das ist in der im normalen Monitoring genauso. Da sind Beifänge dabei. Uns ist es eher wichtig, dass diese Beifänge dann am Ende eben nicht abgetötet werden. Und was noch wichtiger ist, dass sie von der Falle eben nicht erkannt werden. Ich ergänze das vielleicht noch. Meine Aussage bezog sich auf die Komponente Leeren der Falle. Solange wir unten den klassischen Boden drin haben und die Beifänge oder die Fänge in dem Fangbehälter gesammelt werden, ist es so, wie Hannes Vogel es gerade sagte, dann ist das natürlich genau wie bei den klassischen Fallen. Bei der Komponente zum Leeren der Falle, die ist am Ende nicht komplett geschlossen. Wir haben festgestellt, dass die Beifänge in den Versuchen
zu, Hannes, korrigier mich, zu mehr als 90% aus sehr, sehr kleinen Fliegen und Käfern bestanden hat. Genau. Insofern wird diese Abgabekomponente zum Leeren der Fallen nicht ganz geschlossen sein. Sie wird nur verhindern, dass alles, was größer ist als diese 90% der Tiere, die als Beifänge durchgehen, dass die gefangen bleiben im Behälter. War das verständlich? Also sprich, es wird Schlupfmöglichkeiten geben. Ja, es war hilfreich. Freut mich. Ja. Dann habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht. Sie haben jetzt zum Ende ja auch den Ausblick gegeben, dass Sie jetzt auch noch Unternehmen suchen, um diese Falle noch weiterzuentwickeln. Haben Sie auch schon so einen groben Zeitplan? Also es war jetzt auch noch von einem Prototypen die Rede. Wie lange könnte es denn dauern, bis es wirklich fertig ist? Also bis es kein Prototypen mehr ist, sondern einsatzfähig draußen? Die wird uns viel gestellt. Also zum einen würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall erstmal bis zu einem Prototypen. Das ist das eine. Wir müssen diese Fragen klären. Das wird eine Phase sein, wo ich schätze, dass wir 2 bis 3 Jahre brauchen. Also das wäre quasi ein klassisches Folgeprojekt, wo aber auch aus forstlicher Sicht spezifische Fragen zu klären sind. Ja, es muss dann hergestellt werden und Ähnliches. Eine Markteinführung hat leider nicht nur den Aspekt, man sucht einen Hersteller, man sucht jemanden, der es vertreibt, man hat einen Preis, sondern wir sind hier auch in einem Bereich, wo wir den Markt auch mitentwickeln müssen. Das ist in der forstlichen Branche nicht ganz einfach. Wir diskutieren auch gerade darüber, wie groß ist denn der Markt, wie viele Fallen werden denn eingesetzt, was kann denn ein schlussendlicher Preis sein, um genau diese Hersteller zu interessieren oder ein Start-up zu initiieren oder Ähnliches. Man wird dann an den Start gehen nach einem Prototypen. Das kann ja parallel auch die Produktion vorbereitet werden, sodass ich sagen würde, aus technischer Sicht ist eine Marktreife in 3 bis 5 Jahren durchaus denkbar. Ob der Markt dann reif ist, diese Fallen einzusetzen, ist aus meiner Sicht eine ganz andere Frage. Und deswegen suchen wir halt auch hier nach Partnern in den Forstbetrieben, die hier für sich auch erkennen, was sind die Vorteile, wie viel Aufwand kann man reduzieren. Ist es wichtig, vielleicht auch die Flächendeckung zu erhöhen. Mein Gott, ist das ein schwieriges Wort. zu erhöhen. Wie können wir damit wirklich auch frühzeitiger auch weitere Schaderreger detektieren? Kommt die Frage des Pheromons dazu. Ja, Sie hatten auch jetzt die ungefähren Kosten angesprochen. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die sehr brennt. Kann man da auch schon so eine Schätzung, was ist ich, wird das zwischen 10 und 50 Euro oder 100 und 200 Euro oder wo wird sich das so ungefähr eventuell bewegen? Wir haben mal gesagt, wir werden jetzt eine Zahl in den Raum stellen, die sagt, im mittleren dreistelligen Bereich. Sie haben gesehen, dass wir und dann aber wirklich mit allen Komponenten. Sie haben gesehen, dass alleine die Energieversorgung hier, die Akkus und die Solarzelle sind rund 100 Euro. Wenn jemand sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, ich nehme nur die Akkus und ich fahre alle 14 Tage hin und wechsle die, gibt es halt Potenzial, diesen Preis zu variieren. Deswegen eben der modulare Aufbau. Dass man halt auch sagen kann, ich brauche nur die Pheromonabgabe, ich brauche nur das Zählmodul, auch ganz ohne Solarzelle. Das wird sicherlich dann auch den Preis dominieren. Aber das ist unsere Schätzung. Ein Hersteller und ein Anbieter am Markt kann eine ganz andere Preisvorstellung haben. Ja. Was sagen Sie, wie viele Fallen wird man pro Hektar brauchen? Das ist eine klassische Frage an unsere Kollegen in Wie viele? Da? Bitte? Also das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Spezies drauf an.
Jetzt hier, wenn ich das jetzt von der NWFOA betrachte, wir sind ja für rund 2,7 Millionen Hektar Wald zuständig und haben um den Dreh rum im mittleren Bereich, von dreistellig mittleren Bereich, Fallenstandorte. Und pro Fallenstandort ist natürlich auch wieder von der Spezies abhängig, haben wir jeweils drei Fallen. Das heißt, wir sind bei circa, ich weiß es nicht, so 2000 Fallen gerade. Aber pauschal kann man das so nicht genau sagen. Habe ich das jetzt richtig mitgenommen? 2000 Fallen pro Hektar? Nein, insgesamt für das ganze Zuständigkeitsbereich der NWFOA. Ach so, und das kann man auf Hektar runterrechnen, oder? Es kommt nicht ganz, weil es gibt natürlich Waldbereiche, wo überhaupt keine Fraßgeschehen vorkommen. Es ist unterschiedlich. Man kann es so genau nicht sagen. Frau Müller, vielleicht ergänze ich das noch. Wir sind hier aktuell im Bereich des klassischen Monitorings. Das ist ja auch eine hoheitliche Aufgabe. So, das heißt, die Fallenstandorte, auch die aktuell hier definiert sind und überwacht werden, die sind vorgeschrieben und sind für bestimmte Bereiche jetzt vorgegeben. Das war meine Aussage dazu, dass wir gesagt haben, möglicherweise kann man die Flächendeckung erhöhen. Das heißt, aktuell haben wir festgelegte Standorte oder festgelegte Regularien in den einzelnen Bundesländern, wann, wo und wie viel überwacht wird. Da hängen auch die Fallenstandorte dahinter. Es variiert noch in den Bundesländern. Wenn jetzt jemand seinen eigenen Standort überwachen möchte, deswegen ist es schwierig, das jetzt pro Hektar anzugeben, dann ist es wahrscheinlich eher eine Frage auch der Standorte. Wo möchte man gerne dichter überwachen? Was möchte man selber mehr überwachen? Wir sprechen aktuell mit den Zahlen, die Sie jetzt hören, immer von dem gesetzlich vorgeschriebenen Monitoring. Freiwillig sicherlich würde ich dann sagen, sicherlich an Prädispositionsstandorten würde man sie vorsorglich noch mit aufstellen oder an Risikogebieten für bestimmte Falter. Aber das wäre dann durchaus den einzelnen Waldbesitzern überlassen. Vielleicht andersrum, Hannes, wie groß der Einzugsbereich einer Falle ist ungefähr, habt ihr mal gesagt, 1 Kilometer oder sowas, ne? Ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber deswegen sollten die verschiedenen Fallenstandorte auch nicht näher als eben diese 2-3 Kilometer sein, damit die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Gut, dann ja, vielen Dank, dass Sie da nochmal so drauf eingegangen sind. Noch eine letzte Frage, bevor wir dann in eine, ja, ich sag mal, verkürzte Diskussionsrunde gehen. Jetzt kam die Frage: Warum keine Borkenkäfer fallen? Um es zumindest ganz kurz zu sagen, ich bin im Sachgebiet Schmetterlinge und Mäuse. Das ist quasi ein anderes Fachgebiet. Aber um noch was anderes, also erstens haben eine ganz andere Biologie wie die Schmetterlingsarten. Sie haben viel höhere Flugzahlen. Da reden wir nicht nur von mehreren hundert Käfern in einer Falle, sondern eher mehrere tausend. Tatsächlich gibt es auch schon digitale Borkenkäferfallen. Gut, dann Dankeschön. Ich denke, das war es dann auch an Fragen jetzt erstmal aus dem Chat. Bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, möchte ich noch erwähnen, dass die Präsentation als PDF auf der Veranstaltungsseite, das ist die Seite, bei der Sie sich auch angemeldet haben, zum Download bereitgestellt werden. Und ich habe ja auch ganz am Anfang des Seminars erwähnt, dass das Seminar aufgezeichnet wird. Und diese Aufzeichnung werden wir auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Den Link zu der Playlist, den finden Sie auch auf der Veranstaltungsseite unter Seminarbeiträge, aber ich werde den auch gleich noch in den Chat stellen.
Und auch nochmal an der Stelle die kleine Erinnerung an das 10. Seminar am 10.10. Merken Sie sich das vor. Und wer sich sagt, das ist ein tolles Format, das ist ein tolles Seminar und das ist ein tolles Datum, da will ich unbedingt mitmachen, dann melden Sie sich auch gerne bei mir mit Ihrem Beitragsthema. Und dann können wir gucken, ob wir da noch ein Plätzchen finden. Dann kommen wir jetzt zur Diskussionsrunde. Ich habe noch, eine Frage war ja zum Beispiel beim Forest Manager. Ach so, ich möchte mal bitten, dass nochmal alle ihre Kamera einschalten, damit ich auch sehe, dass alle da sind. Ja, genau. Eulum ist da, Frau Stadelmann ist da. Der Herr Bauer ziert sich vielleicht wieder bei der Eröffnungsrunde. Schauen wir mal. Genau, beim Forest Manager kam ja die Frage zur Übertragung von Daten. Und diese Übertragung von Daten, das ist, glaube ich, egal welches Seminar wir hier abhalten, das ist immer wieder ein Thema. Und ich würde gern auch nochmal an die beiden anderen Vorträge, die wir hatten, die Frage stellen, wie ist die Erfahrung mit der Übertragung von Daten, dass auch andere vielleicht andere Forschungsanstalten das auslesen können. Braucht es immer dann das gleiche Programm oder auf welchem Wege setzen Sie das um? Oder zum Beispiel der Pheromonfalle ist ja noch in der Entwicklung. Wie ist denn da der Plan, das umzusetzen, damit man nicht vielleicht wieder 10.000 Schnittstellen gefühlt basteln muss? Also wenn ich anfangen darf, wir arbeiten ja auch mit Schnittstellen. Aktuell können wir importieren GPX-Daten aus den ganzen Atlanten. Wenn ich Flurstücke habe, KNL-Daten gehen auch. Wir importieren Drohnenbilder, sei es, ob es ein JPEG ist, eine Word-File-Datei ist und auch Shape. Das heißt, wenn wir sie importieren können, können wir sie auch exportieren. Also kann man auch weitere Daten dabei verwenden. Im einfachsten Fall kann man ein XML rausgenerieren aus dem Forest Manager, wenn ich jetzt an einen dritten Akteur die Daten weitergeben möchte. Und aus diesem XML-File kann man dann ein Format bilden, das dann auch jemand anders einlesen kann im Notfall. Okay, danke Frau Eulum. Frau Stadelmann, war das auch ein Thema bei dem WinMol-Projekt? Ja, also sicherlich. Ich meine, natürlich gibt es diese gängigen Datenformate wie Shapefile oder auch Rasterdaten, die in der Wissenschaft vielleicht ja ohne größere Probleme geteilt werden können. Aber sobald eben der Austausch mit der Forstpraxis dann stattfindet, ist natürlich nicht gegeben, dass diese Formate auch verarbeitet werden können. Das kann man ja auch gar nicht fordern, sage ich mal. Zum Beispiel, also ich meine, Auslesen von einzelnen Grafiken, wie jetzt in der Erscheini-Applikation und dann Export von PDF-Dokumenten, das ist natürlich ja eine sehr Low-Level-Austausch, weil ja keine wirklichen Daten geteilt werden. Aber zum Beispiel bei Herrn Reeder wird ja ein Ortofoto benötigt. Also ich denke, mit den Produkten, die wir im WinMol-Projekt erstellt haben, wird schon ein gewisses Level von Datenwissen und auch der Nutzung von so Daten vorausgesetzt. Aber die Leute, die dann diese Produkte auch interessieren, die können natürlich diese Daten wahrscheinlich auch nutzen. Also ich würde vielleicht abschließend sagen, dass der Austausch der Daten ja schon eine Herausforderung ist und ich kann jetzt keine eine Lösung bieten oder ähnliches. Ich denke, im Wald gibt es nicht die eine Lösung. Das glaube ich auch, ja. Es gibt die vielen Lösungen, die sich irgendwie zusammenraufen müssen. Frau Erhardt, Herr Vogel, wie war das bei Ihnen im Projekt? Wir hatten das ja noch mit der Datenübertragung und den Netzwerken. Ja, bei uns sind die Daten an sich, das sind ja Sensor- und Zieldaten, noch gar nicht das eigentliche Problem, wo sie denn hingehen, sondern sie sollen ausgewertet werden. So, sie müssen dann irgendwie in Meldeportale oder an die Waldschutzbehörden
Da gibt es ja schon etablierte Lösungen. Uns treibt hier technisch viel mehr der technische Weg der Datenübertragung an. Reden wir von Bluetooth, sodass man in die Nähe muss und kann die Daten abrufen, oder reden wir wirklich von Sensornetzwerken wie LoRa-Netzwerken und Ähnlichem. Das sind Netzwerke und auch Sensornetzwerke, die sich derzeit aufbauen, zum Beispiel für Waldbrandmeldeportale und Ähnliches. Da gibt es technische Lösungen, die funktionieren auch, die funktionieren mehr oder weniger gut an unterschiedlichen Standorten. Jetzt kommt mein Aber sie sind am Ende auch kostenintensiv. Kostenintensiv für die einzelnen Anwender. Und aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, wenn sich jetzt für jede einzelne Anwendung, sei es ein Bodenfeuchtesensor, eine digitale Falle, ein Waldbrandmeldegeschichte, wenn diese Investitionen größere Betriebe mehrfach vornehmen müssen. Also es geht einfach darum, dass wir hier auch diese Infrastrukturen möglichst gut miteinander vernetzen, um am Ende die Kosten zu senken. So, und das ist der Punkt, über den wir hier vor dem Hintergrund auch dessen, welche Technologien bieten wir oder bietet die Falle mit an, welche wir abklopfen wollen, auch vor dem Hintergrund der Akzeptanz. Das ist also noch eine andere Frage als die reine Datenfrage und Datenkompatibilität. Okay, also hier nochmal Datenübertragung auch nochmal auf einer anderen Ebene gesehen. Ja. Dann habe ich noch eine zweite Frage mitgebracht, und zwar beschäftigt uns ja das Thema Kalamitäten eigentlich schon seit den 90er Jahren, wenn wir jetzt mal an die Stürme denken, Wiebke und Lothar. Und ja, jetzt haben wir ja inzwischen 2024, also 34 Jahre später, immer noch dieses Thema, jetzt dazu noch Borkenkäfer. Ja, das Thema Waldumbau. Ja, egal ob jetzt auch freiwillig oder gezwungenermaßen, wie ist so die Einschätzung, wie lange wir noch ja, so eine Monitoringsgeschichten ja wirklich für wegen Kalamitäten so dringlich brauchen? Kann man da vielleicht schon irgendwie Prognosen nennen, so ja, die nächsten 50 Jahre wird uns das sicher noch beschäftigen oder vielleicht sogar 100 Jahre, weil schließlich beschäftigt uns das ja auch schon seit 34 Jahren. Wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage. Nee? Es wird auf jeden Fall so sein, dass das noch eine ziemlich lange Zeit so sein wird. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, nimmt das jetzt das Ganze ein bisschen ab, dann wird das Monitoring trotzdem nicht aufhören. Einfach weil man wissen will, wie ist es jetzt gerade, wie ist es in den nächsten Jahren? Man hat ja beim Monitoring nicht nur die Pheromonfallen, man hat dann natürlich auch noch Eigelegesuche, die dann wiederum genommen werden, um eventuell Prognosen erstellen zu können. Und das wird meines Erachtens auf jeden Fall noch eine sehr lange Zeit sein. Wir denken auch, dass das Monitoring auch viel mehr in nächster Zeit KI-gestützt sein wird, wo Prognosen dann daraus entstehen. Weil ich meine, wir hatten jetzt die letzten Jahre, es wurden viele Daten schon gesammelt. Wir waren auch in vielen Forschungsprojekten schon mit dabei. Und dass man diese Daten auch her dann nimmt, um Prognosen zu erstellen für den Wald. Ja, ob es der Borkenkäfer bleibt, ich weiß nicht. Vielleicht hat er bald alle Fichten aufgefressen. Aber wir fangen ja auch einen Wandel im Wald zu gestalten, dass wir andere Bäume pflanzen, dass wir schauen in die Zukunft, was ist für unseres Klima, für das neue Klima, sage ich jetzt mal, resistenter. Und da sind wir gerade in einem Wandel. Ja, es wird vielleicht ein anderer Käferbefall geben, den Schlag müssen wir wahrscheinlich noch eingehen. Aber wie gesagt, das Monitoring wird bestehen bleiben. Neue Baumart, neue Käferbefall, neue Probleme, egal was man neu macht, es wird immer irgendwo ein Problem geben. Und in der Landwirtschaft sieht man es ja, das Monitoring funktioniert dort schon tausendmal besser als in der Forstverwaltung. Ja, Frau Erde, wollen Sie sich da vielleicht auch noch zu äußern, weil Sie ja so gesagt haben, ach nein, die Frage ist gar nicht so schwierig zu beantworten. Nicht schwierig zu beantworten. Es ist sicherlich ein Blick nach vorne, aber wenn wir uns angucken, auch über die letzten Jahre,
wie sich Schädlinge entwickeln, Schädlingspopulationen entwickeln. Wir sind jetzt hier noch im Bereich der klassischen Schädlinge, die man im Fuchslang kennt. Über die letzten Jahre haben sich aber auch so viele Risiken durch Quarantäne-Schaderreger ergeben und in immer kürzeren Abständen immer wieder neue Arten, sodass die Bedeutung des Monitorings, wo passiert hier was, aus meiner Sicht nur steigen wird, möglicherweise sich aber verändern muss. Es muss schneller sein, es muss flexibler sein, es muss anpassbar sein. Da helfen sicherlich neue Technologien vielleicht den Aufwand zu reduzieren. Ich glaube aber nicht, dass es an Bedeutung einbüßen wird. Und das sind auch die Entwicklungen, die jetzt hier genau laufen, ne? Sei es von Datenauswertungen über Kontrollen am Boden oder auch Entwicklungen über verschiedene Jahre mit neuen Algorithmen. Aber die Natur ist oftmals schneller als wir. Ja, das ist auch eine gute Überleitung zu der letzten Frage, die ich stellen möchte. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich immer stelle. Und zwar, wenn Sie jetzt im Hinblick von Technologien und die müssen anpassbar sein und flexibler werden, stellen wir uns den Fall vor, Sie verfügen über unbegrenzte Mittel. Ne? Wir haben es jetzt zwar am Anfang gehört, bei Klimafonds gibt es jetzt so nicht mehr, aber wir malen uns jetzt das Szenario aus, bei Klimafonds oder was auch immer gibt es wieder und ne, sie kriegen jetzt alles Geld, was sie irgendwie brauchen. Was wäre denn so das Mittel oder das Tool oder ja, was sie für die Weiterentwicklung jetzt auf jeden Fall sehen und brauchen, um halt genau zu sagen, so, das ist das, was wir jetzt brauchen, um zum Beispiel flexibler agieren zu können? An wen geht die Frage jetzt? Was? An alle. An alle, okay. Dann an alle. Entschuldigung, das habe ich wahrscheinlich, das habe ich wohl nicht klar genug. Vielleicht meine eigene Meinung und mit dem Herzblut, was wir hier in die Entwicklung auch gesteckt haben. Ich würde hier die Entwicklung wirklich so weit treiben wollen, dass es ein fertiges Produkt ist. Mich würde interessieren, den Schulterschluss zu den Borkenkäferfallen herzustellen, weil auch für die Anwender macht es nur Sinn, wenn er all seine Schaderreger gut überwachen kann. Das vielleicht auch zu der Aussage, Borkenkäferfallen wären ein größerer Markt, was ich hier im Chat gesehen habe. Ich glaube, von Interesse für den Anwender ist es, dass er Lösungen für möglichst das gesamte Monitoring bekommt. Und ich würde mir wünschen, dass auch ein Ruck durch die Anwender geht und man diese Potenziale, die wir hier digital und automatisiert haben, dass sie wirklich konsequent genutzt werden. Wir sehen das genauso. Leider ist dies in der Forstwirtschaft immer noch nicht so wirklich angekommen, wie wichtig Digitalisierung wirklich für sie ist. Was es schon alles wirklich am Markt an Digitalisierung gibt. Wir sind ja auch mit anderen Unternehmen immer eng in Kontakt. Und es wird uns bestätigt, dass die Forstwirtschaft noch immer auf Altbewährtes, so wie man in Bayern so schön sagen wird, das mache ich schon immer. Und wenn ich Waldbesitzer frage, auch auf Messen, sie laufen wirklich noch mit Zettel und Stift rum und meinen, sie können den Klimawandel entgegenstimmen und alles. Aber das funktioniert halt leider nun mal nicht so. Und da wird das auch, ein Zettel und Stift wird es nicht bringen. Man muss es monitoren und das dann aufzeigen können. Und es hilft auch wirklich einiges besser. Ja, auch eine Aussage, die mir nicht zum ersten Mal unterkommt. Ja, leider, muss man sagen. Vielleicht noch Frau Stadelmann bezüglich des Windmull-Projekts. Ja, also ich stimme da zu. Die Digitalisierung im Wald, da ist noch meiner Ansicht nach auch Ausbaubedarf.
Und Ausbaumöglichkeit. Ich würde jetzt mal von der Modellierung ausgehen, nochmal sagen. Also für die Modellierung wäre natürlich Ground-Truthing, also Bodendaten, umfangreiche Bodendaten, auch flächendeckend schön. Und das ist natürlich auch nicht einfach möglich, sowas aufzunehmen und natürlich nicht kostengünstig. Daher ja, würde ich mir persönlich das wünschen, wenn ich unbegrenzte Förderung erhalten würde. Weil dadurch natürlich die Modelle besser gemacht werden oder verbessert werden können oder auch näher an die Realität gebracht werden können. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir ja hier jemanden noch unter den Teilnehmenden, der sich sagt, so, oh, die Idee ist super. Und das unterstütze ich, dann braucht es vielleicht auch gar nicht an der Stelle die Förderung. Vielleicht gibt es ja auch einen sehr großzügigen, Spender. also weiß ich, Herr Vogel, Sie sind jetzt noch nicht zu Wort gekommen. Wollen Sie noch was sagen? Ja, also einfach, dass über einen längeren Zeitraum weitergeforscht werden kann. In unserem Fall heißt das vor allem Projektverlängerung. Was natürlich damit einhergehend ist, dass eine größere Anzahl an Replikaten an digitalen oder digitalisierten Fallen hergestellt werden können und dass man eventuell eben nicht nur im Bereich der NWFOA tätig ist, sondern eben gegebenenfalls auch bundesweit mit anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten kann. Und zumindest auf NWFOA-Ebene, dass nicht nur wir die Fallen jetzt erstmal benutzen, sondern am Ende dann eben zumindest zu Beginn auch noch mit den verschiedenen Forstämtern zusammenarbeiten könnten. Ja, auf jeden Fall. Also auch etwas, was wir natürlich als Projektträger immer wieder hören. Wofür wir auch natürlich leider jetzt nicht die passende Lösung parat haben. Ich würde das jetzt als Abschlusswort nehmen. Ich habe mir das natürlich auch mitgenommen. Ich will diese Gelegenheit auch noch mal kurz nutzen. Ich habe am Anfang ja auch den runden Tisch Digitalisierung erwähnt und dass wir ein Positionspapier veröffentlichen werden. Und Gute ist, dass wir hatten ja jetzt schon mehrere Seminare und wir haben das, was aus Seminaren mitgenommen wurde, am Fazit konnten wir immer irgendwas irgendwie in unserer runden Tischrunde umsetzen. Also mal gucken, ob wir auch aus diesem Seminar was mitnehmen können für uns. Und weitergeben werde ich es auf jeden Fall an gewisse Positionen. Und ja, damit möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Seminar ausgestaltet haben. Die Frau Eulum und der Herr Bauer, die mussten wegen eines direkten Anschlusstermines jetzt schon etwas eher gehen. Aber natürlich sind die beiden auch in diesen Dank mit einbezogen. Auch der Herr Reda, der das Video extra aufgezeichnet hat. Und ja, auch an die verbleibenden Personen, die hier noch zugeschaltet sind und sogar noch applaudieren. Also ich sehe, es sind hier sogar noch aktive Leute dabei. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr über diese Teilnahme und verabschiede mich nochmal mit einem herzlichen Dank an alle, die da waren, sich zugeschaltet haben, vorgetragen haben und wünsche einen schönen Nachmittag und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Sommer, weil wir sehen uns ja dann im Herbst wieder. Dann bis bald.